Hogwarts. Oje, Kabel verwirrt. As fuck. Und Teppich verschoben unterm Tisch. Meine Güte hier. Generell hier schaut's wieder aus. Ich muss unbedingt mal wieder meine Kartons ordentlich einsortieren. Ganzen Technikkrams, was hier rumfliegt. Egal, ihr müsst das ja nicht sehen. Ist das nicht so wild? Moin, Leute. Pock, pock, pock. Pock, 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 pock. Ihr werdet es nicht glauben. Es ist 18.46 Uhr. Ich bin müde wie Sau. Ich habe gerade 3 Stunden oder länger, ich glaube 4 Stunden draußen die Terrasse fit gemacht mit einem Netz und ein paar Kabeln. Also so Seile, so Stahlseile sind das. Dass die Katz auf die Terrasse kann und nicht abhaut. Weil wenn die abhaut, dann ist sie auf der Straße und wird umgefahren. Und das muss ja nicht sein. Chico ist so verplant, die kennt nur die Wohnung. Wenn die draußen ist, die springt vors Auto und weiß nicht, was ihr passiert. Poga. Ja, richtig, Bedtime. Aber es ist jetzt noch 2 Stunden Zeit bis... Nee, warte mal. 4 Stunden ungefähr Zeit bis Bedtime. Das dauert noch ein bisschen. Deswegen gucken wir uns heute mal Arch, by the way. Eine Manjaro Arch-Distributionsalternative an, weil ja, also ihr wisst ja, ich benutze Manjaro schon eine ganze Weile, also Manjaro Linux, und das ist ja bei einigen Leuten in Ungnade gefallen in den letzten 1-2 Jahren. Bei mir ehrlich gesagt nicht so. Was mir auf den Keks geht, ist, dass keine Architect Version mehr gibt und man minimal installieren kann. Das finde ich tatsächlich sehr blöde. Und mal gucken, man schadet ja nichts, wenn man sich mal ein paar andere Sachen anschaut. Und die Kirby-Musik ist mir tatsächlich zu happy gerade. Ja, aber jetzt warten wir erstmal, bis Twitch richtig mitbekommen hat, dass der Stream on ist. Ja. Macht's. Deswegen ist das wahrscheinlich mehr Arch als Manjaro. Arch, by the way. Deswegen dachte ich mir, das muss ich auch gleich mal einen Titel schreiben. By the way. Dass ich Arch benutze. By the way. Kravuzzi. Dankeschön für 3 Monate Prime Subscription. Einfach Arch mit Arch FileScript installieren. Ja, kann man alles machen. Why not? Ja. Ich nutze nur Betriebssysteme mit Teams-Integration. Was ist denn ein Betriebssystem mit Teams-Integration? Oder besser gesagt, wofür bekommst du kein Teams? Es gibt doch Teams, gibt's doch für alles. Was, Windows 11? Ach, hat Windows 11 irgendwie eine spezielle, super advanced Teams-Integration, oder wie? Oh ne, vorinstalliert brauche ich das ja beim besten Willen nicht. Nee. Das kommt mir nicht in die Tüte. Aber ich werde eh nicht so schnell auf Windows 11 upgraden. Und wisst ihr, was der größte Abfuck für mich ist? In Windows 11, dass man jetzt nicht mehr sagen kann... Ich weiß gar nicht, wo das ist. Wo ist denn... Bin ich jetzt blöd? Wo ist denn das Grouping? Ich finde es jetzt schon nicht. Man kann das Grouping nicht mehr abschalten. Gibt's jemand, Leute? Hier, Combine Taskbar Buttons. Das ist das. Das gibt es nicht mehr. Guck, in Windows 11 gibt es nur noch das. Und ich hasse das. Ich hasse es extrem. Ich mag das nicht. Ich will... Wenn ich schon so einen Müll wie eine Taskleiste habe, dann will ich das so haben, dass ich den Kram sehe. Ich brauche keine Taskleiste. Ihr wisst, ich verwende hier mein Manjaro mit i3 die ganze Zeit, das hat auch keine Taskleiste.
Aber da habe ich ganz viele verschiedene Desktops. Aber wenn ich schon sowas wie eine Taskleiste habe, dann will ich wenigstens auch was damit anfangen können und nicht doppelt und dreifach hier durch. Weil wenn ich jetzt hier viermal Chrome auf habe und habe das Windows Default, da blickst du nicht mehr durch. Das ist totaler Crap. Vor allem, selbst wenn jetzt jemand sagt, nö, ich mag das anders lieber, ist doch egal. Warum machen die nicht einfach eine Option rein? Ja, natürlich. Ich meine, es muss ja Grund haben, warum ich 32 GB RAM habe seit ein paar Jahren. Das hier kommt ja auch nicht in die Tüte. Was ist das denn für ein Clip? Rentner, wollt ihr Glasfaser? Das kostet dann 5 Euro mehr. Und da kommen dann die Rentner an und sagen, was ist das für neumodischer Scheiß? Da kann ich mich dran erinnern. Das braucht doch keiner. Und dann soll ich auch noch mehr dafür bezahlen. Nee, lass mal gut. Ja, das sagen die Rentner aber wirklich. Und nicht nur die Rentner. Auch die ganzen Boomer-Leute sagen das. Eine Taskleiste pro... Alter. Pro offenem Programm. Naja, so ähnlich mache ich es ja schon unter i3. Ich habe ersten Desktop Fullscreen Browser, zweiten Desktop Fullscreen Terminal, dritten Desktop Fullscreen Visual Studio Code, vierten Desktop Fullscreen IDE. So, fertig. Mehr brauche ich nicht. Einfach KDE und für alles ist eine Option. Ja, bei KDE ist mir fast schon zu viel. Also es geht halt um das hier. Die Playlist kann sich nicht so ganz entscheiden mit der Lautstärke, oder? Linux from Scratch geht am schnellsten, natürlich. Wisst ihr, was mich immer noch ein bisschen schockt? Dass Unraid tatsächlich Slackware ist. Also heute gucken wir uns mal das da an. Und, was auch immer die mit ihren Astronauten die ganze Zeit wollen. Gut, wahrscheinlich hieß nicht eines der Space Shuttle Endeavor? Ich glaube schon, oder? Der junge Inspektor Morse. Ah ja, alles klar. Was auch immer. Space Shuttle. Ja. Deswegen haben sie es mit dem Astronaut hier wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, und was die halt sagen, ist, dass sie... Boah. Moment, haben die standardmäßig einen Dark Theme? Nee. Monka S, Alter. Sekunde. Ich bin blind. Ich finde nicht mal meinen Einschaltknopf. Weißt du, was das Besondere an Endeavor ist? Naja. Also, wenn du jetzt darauf anspielst, das, was du meinst, weiß ich wahrscheinlich nicht. Der Unterschied zu Manjaro ist, dass sie die offiziellen Arch-Repos... Ach so! Ich dachte, du weißt das. Also, die sagen unter anderem, sie verwenden halt... Also, meiner persönlichen Ansicht nach ist das ein Vorteil, ja? Sie verwenden die offiziellen Arch-Repos und nicht wie Manjaro so ein 2 Wochen versetztes Repo. Und ansonsten... Tja, mal gucken, was sagen sie denn? Friendly Community. Was ist das für ein Stream? Charity Stream, Building Linux and Firefox. Leute, ich habe mal versucht, Chrome selbst zu kompilieren. Ich habe es irgendwann sein lassen. Das braucht auch gefühlt 120 GB RAM, 5 TB Festplatte und das halbe Internet als Dependency. Da hat er ganz schön was zu tun, ne? Sag mal. Die Playlist sackt von der Lautstärke. Die sind immer unterschiedlich. Und Playlists... Playlists mit richtig abgemischter Soundlautstärke ist doof. Was?
Keine verkackte Musik. Hast du mal Alpine Linux getestet? Ja, ich habe Alpine schon öfters verwendet als Grundlage für irgendwelche Container-Images. Aber ich glaube nicht, dass man Alpine oder dass irgendjemand Alpine für irgendwas anderes verwendet. Also habe ich zumindest noch nie gesehen. Ich kenne keinen, der Alpine auf dem Desktop verwendet oder sowas. Geht das überhaupt? Gut, warum nicht? Dann ist man aber äußerst minimalistisch unterwegs. Ja, und ansonsten, was sagen die denn sonst noch so? Daniel Lull, 32 Monate Alter, das ist ja mal richtig. Dankeschön für die 32 Monate Subscription hier. Richtig nice. So, dann erzählen sie halt sozusagen, Friendly Community, gut. Da kann man sich drüber streiten. Ich muss sagen, ich fand jetzt die Manjaro-Community auch gar nicht so schlimm. Latest Features, gut, sie haben halt keine Repos dazwischen. Bla bla bla, was haben sie sonst wie? Einer der Vorteile ist wohl tatsächlich, es gibt eine Minimalinstallation im Vergleich zu Arch, im Vergleich zu Manjaro. Ich dachte, wie gesagt, man kann sich auch einfach Arch Linux selbst installieren, dann kann man nämlich richtig echt Arch by the way usen. Aber was wir heute mal ausprobieren werden ist, wir gucken uns mal die Minimalinstallation an, müsste es eine geben, aber danach gucken wir uns mal die unterschiedlichen vorkonfigurierten Flavors an. Und ihr wisst ja, ich bin ein... Na, wo ist es denn jetzt? Ich bin ein i3-Nutzer. Und die haben wohl ein fertiges i3-Flavor. Wenn ich es jetzt finden würde, wo ist es denn? Ich hab das vorhin gefunden. Da hatten die auf ihrer Webseite alle möglichen Flavors aufgelistet, was sie so haben. Wenn ich das... Aber irgendwie finde ich das nicht mehr. Ach, hier, doch. Direkt auf der Startseite ist es jetzt. Ich hab's wieder. Our Flavors. So, es gibt's als XFCE, als Mate, als Cinnamon, als Gnome. Die Webseite ist ein bisschen kaputt. Siehst du, Leute, deswegen ist sowas wie Endless Scroll Müll. Budgie habe ich noch nie verwendet. Hat das mal jemand von euch verwendet? Budgie Desktop? Plasma, also... Moment, ist Plasma nicht KDE? Plasma ist doch KDE, oder? LX Cute... Cute Dings... LXDE 3... Jetzt wird's... Open Box, Alter. Jetzt wird's aber langsam abgedreht. Ja, also wir probieren nachher auf jeden Fall mal den... das i3-Flavor aus. Mal gucken, ob das was taugt. Da bin ich mal gespannt. Ja, schauen wir uns mal an. Mal schauen. Bin mal gespannt. Ich meine, nee, es gibt Manjaro, gab es nur den Architekt. Es gibt kein anderes Minimal. Guck mal, Manjaro. Flavors. Ich weiß gar nicht, wie der Kram da heißt bei denen. It's Manjaro. Die haben XFCE, die haben, glaub, Gnome, nee. Ja, XFCE, Plasma und Gnome, was anderes haben die nicht mehr offiziell. Früher hatten die noch Architekt, aber das gibt's auch nicht mehr. Also, ich finde das ein bisschen doof. Schau mal unter Manjaro X. Ja, Moment, minimal heißt in dem Fall wahrscheinlich einfach nur. Ja. Das heißt minimal XFCE Desktop ohne extra Zusatzsoftware. Das ist aber nicht mit Architekt zu vergleichen, wo du quasi ein absolut Minimalsystem kriegst mit Command Line und sogar X selbst installieren musst. Gibt es das französische Linux? Keine Ahnung. Ich habe mich mit französischen Linux noch nicht so beschäftigt. Alter, was geht mit der Playlist ab? Nee, das ist nichts. Wir machen lieber Mario Kart oder irgendwie was.
Oder Yoshi Playlist, gib ihm. Ey, das ist mir zu einschläfern, da penne ich jetzt wirklich ein. Das hatten wir das letzte Mal erst. Wir machen einfach die Mario Kart Playlist, die geht in der Regel immer. Baguette OS. Ey, was geht ab? Wie gesagt, heute gucken wir uns mal Endeavor OS an. ihr habt, also, wem ihr diesem Stream zu verdanken habt, ist irgendeinem komischen Reddit-Post, den ich vorhin gelesen habe. Unter einem anderen Post. Also, man sieht ja auf seiner Reddit-Startseite immer neueste Themen der Subscribed Subreddits. Und manchmal siehst du dann unten drunter noch dieses Thema irgendwie hat Ähnlichkeiten zu oder sowas. Und da war das drinne und das war eigentlich ein Topic. Da ging es darum, irgendwie 21 Gründe, warum derjenige kein Manjaro mehr verwendet. Und irgendeiner hat dann drunter geschrieben, ja, ich bin jetzt auf Endeavor OS geswitcht oder so. Da habe ich mir das mal angeguckt, habe gedacht, ja, das könnte man tatsächlich auch mal ausprobieren. Mal gucken. Wir könnten ja auch mal dieses russische Linux ausprobieren. Die haben ja ein eigenes. Ich habe vergessen, wie es heißt. Don't cry so much. Dankeschön für den Tab. Hat jemand aus dem Kopf noch den Namen von diesem Russen Linux? Wir hatten doch ein... War das Astra Linux? AstraLinux.ru. Nein, das war das nicht. Die Red Star OS sind die Koreaner. Ein Arbeitskollege von dir benutzt Endeavor, findet es besser als Manjaro. Also das Einzige, was ich aktuell als Vorteil gesehen habe, ist eben, dass sie die offiziellen Arch-Repos verwenden. Was ja schon mal nicht verkehrt ist. So. Latest Release. Installation. Mal gucken, da können wir auch gleich mal gucken, wie gut das offizielle Wiki ist. Schau mal her. So, wo gibt's Download? Was für ein Ding? Was wollen die hier alles mit Calamaris? You can download over here. Oh, guck mal, man kann direkt von ShitHub runterladen. Linux Pizza. Das ist das Richtige für mich. Linux Pizza aus Schweden. Nee, wir laden von ShitHub runter. Habe ich auch noch Platz auf der Platte? Sekunde. Ja. Gerade so. Ubuntu on Linux. Recently added. Ist mir neu, dass ich das recently geaddet habe. Aber anscheinend habe ich es recently added. Du bist nur vorbeigekommen, sagst du Arch benutzt, das ist gut. So muss das sein. Hey Chat, ist AliExpress safe? Das bei AliExpress kann man so pauschal nicht sagen. Grundsätzlich ist die Plattform schon safe. Das Problem bei AliExpress ist die Händler. Das ist ja quasi sowas wie Amazon Marketplace, nur Marketplace. Es ist quasi wie eBay, nur ohne Auktionen. Es kommt natürlich auf den Händler an, aber auf der anderen Seite, und da muss ich sagen, da muss ich Lithium recht geben, ich hatte bisher zweimal Probleme mit einem Händler auf AliExpress und beide Male hat AliExpress quasi zu meinen Gunsten entschieden und das, obwohl ich nicht reagiert habe. Also, ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit AliExpress gemacht. Der einzige wirklich große Nachteil von AliExpress ist, wenn du nicht aufpasst, dass der Versand ewig dauert. Also richtig lange.
Wenn du die falschen Optionen nimmst und beim falschen Händler bestellst. Also beim Zoll ist bei mir noch nie was hängen geblieben. AliExpress, China, Chinesen-Zeug. Welches wäre die falsche Option? Kann ich dir zeigen? Okay, zum Beispiel. Wir nehmen jetzt mal einfach irgendwas. So, das da. Das wollte ich schon immer machen. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ein Mini-Smart-Switch. So, das ist zum Beispiel schon mal wahrscheinlich nicht die richtige Option. 29. April. Aber mehr geht nicht. Du brauchst... Das ist neu. Seit wann sieht denn das bei AliExpress so aus? Früher hatten die Dinger... Also von Spanien bis Germany, das ist schon mal deutlich besser. Weil da weißt du, du musst auf jeden Fall... Du bekommst definitiv keine Probleme mit dem Zoll, wenn das von Spanien kommt. Warum ist das denn jetzt anders? Früher hießen die Sachen wie AliExpress Standard, EU Priority Line und sowas. Und da musstest du immer EU Priority Line nehmen. Aber was ist das denn hier? Also generell, ehrlich gesagt, das hier, die Standard kostenfreie Lieferung China bis Germany 29. April. Das ist schon mal Müll. Das ist ja 1,5 Monate. Also ich würde das hier nehmen, Spanien bis Deutschland. So, sowas in der Richtung. Weil Spanien nach Deutschland ist Versand in der EU und das ist quasi garantiert kein Zoll. Vorausgesetzt, das Zeug ist natürlich... Das muss natürlich in Spanien einmal durch den Zoll. Aber da hat bestimmt AliExpress Mittel und Wege, das ordentlich korrekt zu machen. Kappa! Zumindest gibt es da nie Probleme. Also ich musste noch nie... Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen berichten, Chat. Ich musste noch nie, wenn ich Sachen in China bestellt habe, zum Zoll. Noch nie. Wo ich bisher nahezu immer zum Zoll musste, ist, als ich aus den USA bestellt habe. Also die Kekonas haben es nicht drauf mit Zolldokumenten und allem. Die kriegen das nicht hin. USA bisher immer. Ich sag jetzt nicht... Jede Bestellung, aber mir fällt keine ein, wo ich nicht zum Zoll musste. Deswegen, also ich glaube immer. Also USA hat es nie hinbekommen. Was ist denn das für... Das ist irgendein Mario Kart Track. Also, und aus China habe ich noch nie Probleme gehabt. Das Schlimmste war das letzte Mal, als ich in USA bestellt habe, dann habe ich dem Händler gesagt, bitte kümmere dich um Versand und Zoll. Das bietet DHL an. DHL bietet quasi international an, dass sie das verzollen handeln. Und dann kam das in Leipzig an. Und das war... Ich habe Express bestellt. Das ging 3 Wochen. Ich habe es euch ja damals erzählt. Es ging 3 Wochen irgendwie hin und her. Und die haben es in Leipzig nicht auf die Reihe bekommen von DHL. Da habe ich gesagt, ja, ich habe die Dokumente hochgeladen. Nein, sie brauchen noch Dokumente, aber die habe ich doch schon längst hochgeladen. Ja, aber das sehe ich jetzt nicht. Dann hat mich irgendeine Frau vom Leipziger DHL angerufen und meinte irgendwas mit, die Dokumente fehlen noch. Und dann habe ich sie irgendwie gefragt, habe ich so gesagt, ja, was genau fehlt denn jetzt? Ich habe die Sache doch hochgeladen. Und dann meinte sie zu mir, ah, das dürfen Sie mich jetzt nicht fragen. Da dachte ich mir auch, wollt ihr mich veräppeln oder was? Ihr kriegt irgendwie 40 Euro oder so insgesamt obendrauf, dass ihr euch um die Verzollung kümmert. Also, das war wirklich ganz, ganz beschissen, Alter. Ach, ja. Ja, das, wie gesagt, die Amis haben das nicht drauf. Benutzt du iPhone oder Samsung? Wait a minute. Es gibt durchaus noch mehr Optionen. Außer iPhone und Samsung. Aber ich habe ein iPhone, das ist korrekt. Aber nicht nur. Also ich habe, also Smartphones, tatsächlich sind es nur iPhones. Aktuell habe ich hier, also weil alles hier, gesamter Haushalt, haben wir, ich habe einen iPhone 11. Dann habe ich noch ein altes 6er, ist das glaube ich da. Ein SE1 und noch ein iPhone 11. Aber wie gesagt, ist nicht alles für mich. Und an Tablets sieht es aber schon wieder anders aus. Tablets sind zwar zum größten Teil iPads, aber wir haben ja auch noch einige Android-Geräte.
gerade im unteren Preissegment und wenn es ums Automatisieren geht, sind die Fire TV, nicht die Fire TV, die Fire Tablets ganz gut, wenn man die entamazonifiziert. Ja, guck mal, ich habe ein iPhone 11. Vor 2 Monaten Werkzeug bestellt, war schneller als meine. Okay, nicht schlecht. Wie gesagt, bei mir sind Bestellungen aus den USA. Prinzipiell gibt es da Probleme mit dem Zoll. Das ISO ist schon fertig. Weshalb hast du dich für Apple entschieden als Smartphone? Weil ich es nicht selbst bezahlen muss. Das ist der einzige Grund. Und seitdem bin ich damit so warm geworden, dass ich mir privat jetzt auch ein iPad und noch ein iPhone gekauft habe. Der eigentliche Grund, warum ich ein iPhone habe, ist, weil ich quasi von dort, von der Firma, wo ich arbeite, eins bekomme. Immer regelmäßig ein aktuelles Modell. Und dann habe ich mich jetzt halt da nie beschwert drüber und habe mich jetzt dran gewöhnt. Korrekt. Willst du beim iPhone bleiben oder hast du den Gedanken zu wechseln? Nee. Ich wechsle nicht, weil ich muss das iPhone nicht bezahlen. Kann man ein Fire Tablet mit Android versehen? Fire Tablet ist Android, allerdings kein sonderlich aktuelles. Du kannst darauf aber auch den Google Store machen oder APK-Sideloaden, das ist kein Problem. Ich würde dir aber empfehlen, das zu etwas Amazon zu deploaden. Also nicht deloaden, deploaden. Also weniger Pepo fett machen. Dass du auch die ganze Amazon-Werbung los wirst und sowas. Ja, es ist mega für den Arsch aus den USA was zu bestellen. Ich benutze es firmentechnisch, weil das von der Firma ist. So, gut. Was macht die ISO? Die ist fertig, ne? Downloads. Endeavour Atlantis. War das nicht auch ein Space Shuttle? Also die sind aber ganz schön NASA-Fans. Wie hieß das? Gab es nicht mal... Mal Frage an die Weeps unter uns. Gab es nicht mal NASA-Chan oder sowas? Was? Ach nee, das war Earth-Chan, oder? Mit NASA. Ja, das war nicht NASA. Es war Earth-Chan, nicht NASA-Chan. Ich frage mich nicht, wie ich da gerade draufkomme. So, also. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt haben wir uns auch mit AliExpress ein bisschen auseinandergesetzt. Jetzt probieren wir das mal aus. Wir legen mal eine VM an. Zack, gibt noch Questions im Chat. Und zwar... Was für ein Linux findest du am besten, wenn man das erste Mal Linux versuchen will? Ganz ehrlich, da würde ich gar keine großartigen Spirenzchen machen. Ich würde auf jeden Fall nicht Arch, by the way, usen als erstes. Gibt jetzt bestimmt Leute, die sagen, nein, Max, Arch Linux, bestes Einstiegs-Linux oder sonst was. Ich würde auch nicht Ubuntu, ich würde tatsächlich Mint verwenden. Mint ist so das verbreitetste und man kann sich jetzt drüber streiten, ob es wirklich das Einsteigerfreundlichste ist, aber der Vorteil von Mint ist, es ist verbreitet und gerade bei Einsteigern verbreitet und du hast auch sehr viele Tutorials, Hilfen, sei es Forum, Reddit, sonst was. Also Mint würde ich fast sagen, ist zum Einstieg echt das, was ich empfehlen würde, ja. Das finde ich ist übrigens, das täuscht oder das täuscht nicht, also es ist schon so, dass Cinnamon Windows ein bisschen ähnlich ist, gerade hier unten mit der Taskleiste und sowas. Nee, aber ich finde, das ist, das täuscht, ist das falsche Wort. Was will ich denn jetzt eigentlich sagen? Das trügt. Der Schein trügt. Deswegen finde ich es auch gar nicht so gut, wenn Linux-Distributionen versuchen, möglichst Windows-ähnlich zu sein, weil dann hast du die Noobs, die meinen, ach, das ist doch wie Windows, ich weiß doch, wie das geht. Und spätestens, wenn sie das erste Mal auf die Kommandozeile müssen, machen sie den hier. Dann sagen sie, oh, alter Lull, Linux rückständig, Kommandozeile, wer muss denn auf die Kommandozeile? Und wisst ihr, wem wir es verdanken haben, dass die Leute Angst vor der Kommandozeile haben? Wir haben es dem hier zu verdanken. Diesem Ding hier haben wir das zu verdanken, dass die Leute Angst vor der Kommandozeile haben. Diesem Drecksteil von Windows. Ja?
Also das ist auf mehreren Ebenen absoluter Bodensatz. Erstens, der Terminal-Emulator hier, dieses Fenster da, ist mega beschissen. Und das nächste ist, die Kommandozeile, die Shell, ist mega, megast beschissen. Was ist die Steuerung, was ist die Steigerung davon? Also, die beschissenste Shell, so überhaupt. So, und deswegen haben die Leute Angst davor. CMD, Alter, piss dich, ja. Das ist echt so. CMD, kann man bloß sagen... Fick dich weg, du Homo-Fürst. Sonst gastriere ich dir die Eier. Piss dich, also. Mehr kann man zu CMD nicht sagen. Giga beschissen, genau. Und Noobs müssen gerade unter Linux schon ab und zu mal auf die Kommandozeile. Kann ja alles Mögliche sein. Ich meine, manchmal unter Windows musst du in die Registry und kannst da alles verkacken. Aber unter Linux musst du manchmal in die Kommandozeile. Was weiß ich, irgendwelche Skripts ausführen. Irgendwas, was weiß ich, vom Drucker wenn einrichten bis zu... Keine Ahnung, da fällt mir jetzt kein gutes Beispiel ein, ehrlich gesagt. Aber es gibt genug Sachen, wo du unter Linux das am besten und am schnellsten einfach mit drei, vier Sachen auf der Kommandozeile erledigst, wo ich gar nicht wüsste, wo man klicken muss. Also ich komme beispielsweise, ich benutze nie das grafische Update-Tool. Ich mache selbst unter Ubuntu Server, ich mache immer Upgrade. Wozu soll ich irgendwas GUI-mäßiges verwenden? Ich meine selbst unter Linux Desktop. Ja, und sobald was nicht geht und du in den Config-Datei musst, buchst du halt auf die Kommandozeile. Du kommst unter Linux auch als Einsteiger früher oder später mal in die Situation, dass du auf der Kommandozeile was machen musst. Und das Gute ist eben, wenn es erst gar nicht so aussieht wie Windows, dass die Leute da nicht herangehen mit es ist Windows und weniger Angst vor der Kommandozeile haben, weil du kannst Linux nicht benutzen, sagen wir mal, Main OS technisch, wenn du komplett Schiss vor der Kommandozeile hast. Das klappt nicht richtig. So, jetzt haben wir aber den Kram runtergeladen. Jetzt können wir das doch mal ausprobieren. Also, wir brauchen eine neue VM. Leute! Soll ich mal die Qt VM starten? Die habe ich einfach nur da, um sie starten zu können. Um euch kurz zu erfreuen. Und dann mache ich sie wieder aus. Achtung, Qt VM startet. Nur für euch. So, alles klar. Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht geblendet. Weird Champ. Gut, hätten wir das für heute auch erledigt, können wir wieder ausmachen. Das ist übrigens, wer sich fragt, was das ist. Das ist Mobuntu. Eine äußerst, äußerst vertrauenswürdige Seite, wenn man drauf geht. Passt mal auf, ich gehe mal kurz auf Mobuntu. Die Seite sieht aus wie der letzte China-Chinesen-Scam. Die Frage ist, warum das nicht dein Main OS ist. Ja, kann man sich wirklich fragen. Mobuntu. Ja. Ich habe immer Angst, auf diese Seite drauf zu gehen, weil ich denke, ich lande auf irgendeiner Scam China Waritz Malware Download Seite. Also. Wer schon immer mal sein Ubuntu vivifizieren wollte, der liegt hier genau richtig. Gut, hätten wir das geklärt? Machen wir aus, machen die VM für Endeavor OS an. New Virtual Machine. Bam. Guck mal, ich habe immer noch so eine uralte Version drauf. Alter, das Fenster laggt.
Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal festgestellt, aber... Ich bewege die Maus nicht mehr. Guck mal, ich bewege die Maus nicht mehr. Und es kommt nicht hinterher. Die zeichnen das Fenster aus irgendwelchen Gründen selbst und es buggt rum wie Sau. Okay, next. Custom. Yes. Yes. Ubuntu 64-Bit. Nehmen wir mal das andere. Ja. Löschen, nennen wir es mal. Nach Stream. Ah ne, Moment. Nicht C:Users. Wir wollen nicht dahin. Wir wollen E:. VMs. New Folder. Löschen. Bester VM-Name. Next. 3 CPUs oder 3 Cores. 8G RAM. NAT ist okay, ich will eh nicht von außen drauf zugreifen. Jawohl, jawohl. New Disk. Ja, New Disk. 40G. Yep. Customize Hardware, wir schmeißen den Drucker raus. Close. Finish. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wie viel RAM bräuchte man, damit das in einer VM nicht so laggt? Bei mir laggen die Disks. Das kommt drauf an. Das liegt wahrscheinlich gar nicht am RAM bei dir. Was benutzt du denn? Grafische, also Desktop-Oberflächen, die irgendwelche grafischen Extrawürste machen wollen, die funktionieren nicht richtig in der VM. Also nicht, das heißt nicht richtig. Die funktionieren schon okay in der VM, aber nicht wirklich so richtig snappy, richtig gut. Am besten ist sowas Simples wie i3 zu haben, weil das eben keine großartigen Effekte hat. Du kannst, also was du machen kannst, ist, du kannst Accelerate 3D Graphics, das mache ich jetzt an der Stelle auch mal, du kannst Accelerate 3D Graphics machen, dann kann die VM OpenGL und sowas machen, aber ganz ehrlich, das funktioniert schon, aber am besten ist es, wenn du in der VM irgendwas benutzt, was easy auf Grafikseite ist. Ich meine, ich benutze i3. Bei i3 gibt es eigentlich nichts an irgendwie Spirenzchen oder so. Also i3 ist halt einfach nur Desktop, noch ein Desktop und noch ein Desktop und noch ein Desktop ohne irgendwelche Geschichten dabei. Ja. So, machen wir das mal. Use Image. Downloads. Moment, wo ist es denn hier? Da. Zack. Oh, kurz nochmal Chat gucken. Ach, moin. JV Peak. Huge auch wieder am Start. Poggers. Was mich bis heute nervt, dass die VMs alle auf 6... Wusste ich gar nicht, dass sie das sind. Gibt es eigentlich schon einen Speedrun? Blue Screen? Any Percent oder sowas? Kennst du das hier? Anime Girls Holding Programming Box. Moment. Was? Ach ja, das kenne ich. Das kenne ich. Das kenne ich. Das ist aber richtig, richtig harter Weep-Content. Richtig harter Weep-Content hier. Wollen wir mal C++ gucken? Game Programming in C++. Oh je. i3 braucht 32 MB RAM. Habe ich noch nie nachgeguckt, aber hättest du mich gefragt, schätz mal, wie viel i3 braucht, standardmäßig hätte ich gesagt, unter 100 MB. Ja, alte Apple-Hardware verkauft sich tatsächlich relativ gut. Hm.
Echt? Oh. So, also machen wir mal an. VM, bam. Ja, ja, ich habe finished geinstallt. So, also, wo kann man jetzt auswählen, was für ein Flavor man haben will? Vielleicht, komm, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal was wir wirklich nie machen. Und zwar, wir gucken mal in das Installationsdokument von denen. Was die da sagen. Okay, da gibt es nicht so viel zu gucken. Also, booten wir mal. Machen wir das hier mal kurz. Stretch. So. Auf geht's. Default. Nvidia. Nö. Yes. Und an der Stelle einmal kurz Exclusive Mode. Spätestens jetzt würden die Noobs schon nervös vorm Rechner sitzen. Und sagen, oh, was ist das? Text. Kein GUI. Ich flipp aus. Das ist doch nur was für echte Hackermans hier. Da sind wir. In einer riesig krassen Auflösung. Von 640x480 oder 800x600 oder sonst was. Okay, Install. Ich kann nicht sprechen, Leute. Zoomer. Zoomerhirn. Start Installer. Ist das Windows 12? Ja. Ja, genau. Jetzt ist es ist das Jahr des Linux Desktops, Leute. Ah, mal gucken, was wir für Auflösungen kriegen. Oh, haben wir vielleicht ein bisschen was nicht ganz so ekliges? Ei, Wahnsinn. Ich meine, ich installiere später eh VMware Tools. Installation Tipps. Das haben wir doch gerade. Oh, ist ja gut. VirtualBox. Ja, nö. Das haben wir eigentlich mehr oder weniger. Das haben wir auch gemacht. Okay, müssen wir nichts machen. Also, auf geht's. Start Installer. Bam. Moment, Install Community Editions? Okay, online. Wie erstmal im Hintergrund irgendwelche Python Exceptions abgehen. Ach, das ist Calamaris oder was, den hier Installer? Verstehe. Oder wobei Calamaris muss man cooler aussprechen. Calamaris oder wie Calamaris? Wie sprechen die Amis denn Calamaris aus? Zack. Calamaris Pronunciation. Calamaris. Nein, das ist auf Deutsch. Englisch. Calamari? Nein, Calamaris. Zu viel Corona-Time schon wieder hier. So, auf Deutsch? Nee. Auf Corona Style, American English. Aber bitte schön mit deutschem Tastaturlayout. Ich hoffe, können wir gleich mal testen, ob das ordentlich funktioniert. Das ist meine bevorzugte Variante. Kekona Sprache und deutsches Tastaturlayout. Was sind das da, oder? Take a screenshot. So, next. Europe, Berlin, next. Keyboard, nein, Keyboard ist German, no dead keys.
No Dead Keys ist, dass man Zirkumflex und oh, wie heißt dieser Kram? Und Backticks und so, dass man die machen kann, ohne doppelt zu tippen. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Dinger heißen hier, die Zeichen. Aber ich finde es doof, doppelt tippen zu müssen. Sekunde, Chat. Oh, Leute. Ich muss eins sagen, zwei Sachen, die richtig nice sind. Also, eine Sache, die nicht so gut ist. Ich bin müde wie Sau. Auch weil ich draußen geschafft habe, aber... Wisst ihr, was richtig nice ist? Mein Hals tut mir heute nicht weh. Vielleicht ist ja wirklich die Sache... Ich war übrigens beim Arzt gestern. Ich muss euch was erzählen noch, bevor wir weitermachen. Ich habe wieder die pure Zweiklassenmedizin erlebt. Am Freitag. Ich habe mir einen HNO-Arzt rausgesucht, Frankfurt. Und hab da angerufen. Und der hat zwei Standorte. Der hat einen Standort, wo er irgendwie unter der Woche in irgendeiner Gemeinschaftspraxis ist. Und er hat einen Standort, nochmal eine andere Praxis, wo er abends ist oder nachmittags ist und nur private Patienten macht. So, ich habe mir den rausgesucht, habe angerufen, habe gesagt, ja, also Halsweh, Husten, Räuspern, sonst wie. Und das habe ich schon jetzt mehr über 4 Wochen, dann muss ich mal jemanden angucken. Und dann meinten die so, ja, also... wenn Sie hier zu unserer normalen Praxis kommen wollen, dann ist es mindestens 3 Wochen Wartezeit, kostet aber nichts. Oder aber Sie können heute Mittag 16.15 Uhr kommen und da müssen Sie dann halt selbst bezahlen. Ich habe da ja eh schon angerufen, weil ich gesagt habe, ich bezahle selbst, ja. Aber es ist einfach mittlerweile so offensichtlich, dass es eine Zweiklassenmedizin gibt. Und wenn die schon die gleiche Sprechstundenhilfe, die das 1:1 so sagt am Telefon, dann weißt du schon Bescheid. Aber, ey, okay, ich meine, mir soll es recht sein. Ich nehme lieber den Termin um 16.15 Uhr, als dass ich 3 Wochen warte. Und ich muss sagen, hat sich gelohnt, der war echt gut. Hingegangen, das ist auch, du, wisst ihr, ich sehe das bei meinem Hausarzt, ja, wenn du da mit versicherten Kerlchen hingehst, denen wäre es lieber, du wirst gleich wieder heimgehen. Die wollen dich da eigentlich gar nicht. Und ich hatte bisher, außer bei einem, der hat mich gescammt. Was heißt gescammt? Der hat viel zu viel abgerechnet. Bisher, zumindest dort, wo ich selbst bezahlt habe bei den Ärzten, immer ein gutes Gefühl, dass man da gut aufgehoben ist, ja? Die Leute am Empfang sind nett. Und man hat das Gefühl, die sind quasi froh, die freuen sich, dir helfen zu können, quasi. So. Und das ist der Unterschied ist wirklich riesengroß. Ja, und ich hab's wieder gemerkt. Und ansonsten war der gut. Was ein bisschen eklig ist, kann ich euch sagen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Kehlkopfspiegelung bekommen habt. Wobei, so eklig war das nicht. Aber es ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen eklig. Da kriegt ihr so ein Spiegelding in den Hals geschoben. Das ist so ein langer Stab mit Kamera, Licht und Spiegel dran, wo der Typ dann quasi dir in den Hals hinten ganz weit reingucken kann. Und das ist im ersten Moment, denkst du erstmal aber dann geht's. Eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm. So, okay. Hell yeah, Freedom OS, Pock. Ist es sinnvoll? Ich beantworte gleich, was es gekostet hat, Chat. Ich muss aber kurz den Chat hier der Reihe nach durchgehen, sonst vergesse ich die Hälfte wieder. Ist es sinnvoll, ein Frontend-Framework wie zum Beispiel Svelte zu verwenden oder ist es mehr Aufwand als Nutzen? Das hängt ganz entscheidend davon ab, wie komplex und was du für eine Anwendung machen willst. Für super simple Sachen, keine Ahnung, Webseite mit einem Button drauf, kannst du das alles mit Vanilla JavaScript machen, ohne irgendwelche Zusatzsachen, aber... Ich persönlich finde, dass sich auch schon bei wenig komplexen Seiten lohnt, sowas wie Svelte oder auch Vue zu verwenden. Einfach, weil es schneller und angenehmer vonstatten geht. Und gerade bei Svelte hast du den Vorteil, das kompiliert sich ja sogar weg. Da ist ja dann gar nicht mehr so viel übrig. So sieht es im Prinzip aus, ja.
Sowas selbst zu zahlen ist teuer. Nee, erstaunlicherweise ist es als Selbstzahler beim Arzt gar nicht mal so teuer. Ich meine, wenn ihr da jetzt hingeht und sagt, ihr wollt eine Darmspiegelung machen und anschließend noch eine Schönheits-OP durchgeführt haben, dann ist das natürlich teuer. Nee, aber mal realistisch betrachtet, so teuer ist das gar nicht. Weil private Ärzte können ja nicht abrechnen, was sie wollen. Es gibt die Gebührenordnung für Ärzte. Und da steht drin, was die Sachen kosten. Und da steht ein Satz dahinter. Also nehmen wir jetzt irgendwie, was weiß ich, nehmen wir mal irgendwas. Keine Ahnung. Chirurgie ist halt teuer. Keine Ahnung, Basisleistung hier. Grundleistung hier, was weiß ich. Oder was weiß ich, Sonderleistung. Keine Ahnung, Augenheilkunde. So. Da steht dann sowas drin wie Erstanpassung, Auswahl, Kontaktlinsen, irgendwie 13,29. So. Die Seite ist ziemlich beschissen gemacht, weil normalerweise brauchst du noch den Satz, den maximal zusätzlichen Satz nebenbei. Ja, zumindest die Grundpreise stehen da drin und dann ist wichtig, mit welchem Satz der Arzt abrechnet. Und der normale Satz, den die abrechnen, ist meistens mal 2, also das, was hier drin steht, mal 2,3. Warum mal 2,3? Weil 2,3 der höchste Satz ist, den man bei den meisten Punkten in dieser Gebührenordnung abrechnen kann, ohne dass du explizit quasi darauf hinweisen musst oder erklären musst, warum du höhere Sätze abrechnest. Deswegen rechnen die meisten mal 2,3 ab. Aber was ich persönlich jetzt schon gemerkt habe, ist, ich war ja schon bei ein paar mittlerweile. Ich war, glaube ich, insgesamt bei so 5 Ärzten bisher, die ich privat, also die ich selbst bezahlt habe. Wenn du die fragst, so nach dem Motto, was denn so der normale Satz ist, wie die abrechnen, oftmals sind die sogar günstiger als mal 2,3. Also ich war mal für meine Mutter bei einem, was war das? Orthopäde? Nee. Sowas, was, der sich um Hüftsachen kümmert. In Frankfurt. Und der hat explizit gesagt, nein, bei Selbstzahlern, wir rechnen nur einfachen Satz ab. Das heißt, am Ende sind wir dann damit 105 Euro oder so rausgegangen. Und insgesamt wurden wir, und jetzt haltet euch mal fest, insgesamt wurde nicht wir, sie, wurde insgesamt zweimal behandelt und insgesamt 45 Minuten. Also das, beim ersten Mal waren wir 30 Minuten drin, beim zweiten 15 Minuten. Ich bin mit, weil ich ja wissen wollte, für was ich da Geld bezahle. Am Ende haben wir 105 Euro bezahlt. Wo werdet ihr, bei welchem normalen Arzt behandelt euch 45 Minuten? Da müsst ihr nach 5 Minuten wieder raus sein, weil die keinen Bock mehr auf euch haben. Wenn ich überlege zwischen ASP.NET Core, Server-Side Rendering und .NET Core API mit 1200, da erscheint mir ersteres einfacher. Oder irgendwie. Ja, für, sag mal, besonders datengetriebene Webseiten ist das so. Aber sobald es dynamischer wird, ist JavaScript Frontend in der Regel das Mittel der Wahl. Der neueste Trend ist aber, das zu kombinieren. Der neueste Trend ist sowas wie SvelteKit zum Beispiel. Oder wie heißt das bei React? Nuxt oder so? Next. Nuxt ist Vue.js, glaube ich. Zu verwenden. Und da kannst du dann solche Sachen machen wie, dass du die Seiten schon vorrenderst auf dem Server und dann hydratest, so nennt sich das quasi, den ganzen State einfrierst und mit an den Client schickst. Das heißt, die Seite ist schon mal ready to go, läuft dann aber, wird an den Client geschickt, wird aber zum Beispiel sowas wie SvelteKit, kannst du das machen. Die Seite wird quasi beim ersten Mal abrufen vorgerendert auf dem Server, so komplett fertig. Dann wird sie an den Client geschickt. Der Client dehydratet das zurück in eine reine Single-Page-Application und lässt sie dann weiter bei sich im Browser laufen. Das ist halt das Coole. Du hast, steht ja auch hier, du hast was Suchmaschinen crawlen können. Was wichtig ist, was normale Single-Page-Applications nicht haben. Und du hast den Vorteil von Frontend-Sachen, dass du eben dynamisch schön auf Änderungen reagieren kannst, Animationen machen und live updaten und sowas, wofür für Frontend-Single-Page-Applications gut sind. Das ist so der neueste Trend.
Und die eigentlichen Web-Frameworks, die werden heute zum größten Teil, das behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe da keine Statistik oder so, werden zum größten Teil eigentlich rein als API-Endpoints noch verwendet. Also im Prinzip ist das, was du mit ASP.NET Core machst, die Datenbank im Hintergrund mit Entity Framework plus irgendeine REST-API oder GraphQL davor als Endpunkte. HTML-Rendern ist tatsächlich meines Erachtens mittlerweile relativ selten da drin. Und das machst du eher in Kombination mit irgendeinem Toolkit für dein jeweiliges Frontend-Framework. Ja, so. Geringverdiener dürfen sich in Anstellen, wie gesagt, selbst bezahlen beim Arzt. Es ist günstiger, als man denkt. Also wenn du da einfach nur hingehst und sagst hier, was weiß ich, stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie, wie ich, ihr habt längere Zeit Halsweh oder ihr habt irgendwie Verdauungsprobleme, irgendwie so die 0815-Geschichten, ja. Übrigens, auch private Ärzte dürfen euch krank schreiben. Also es ist nicht so, dass ihr da hingeht und er euch keine Krankmeldung geben kann für einen Arbeitgeber. Das geht auch. Also du kannst dich auch krank schreiben lassen von einem privaten Arzt. Das ist gar kein Problem. Und wenn ihr einfach mal sagt, Alter, ich schleppe jetzt schon was wirklich hier 3-4 Wochen mit mir rum. Ich würde gerne mal zu einem Arzt, der sich auch für interessiert und der mir auch zuhört und der auch ein bisschen Zeit da reinsteckt. Da müsst ihr nicht irgendwie damit riesen Kosten rechnen. Also, dann sucht ihr euch irgendeinen raus, sagt ihr bezahlt selbst und ihr fragt ihn am besten gleich noch dabei, mit welchem Satz sie standardmäßig so abrechnen. Und wenn der bei euch nichts Großes macht, dann kann der jetzt ja auch nicht Gott und die Welt abrechnen. Also, ich sag mal, in der Regel liegt man so zwischen 50 und 150 Euro. Ihr habt aber den Vorteil, es geht meistens wahnsinnig schnell. Ihr ruft da an und er sagt, ja komm so vorbei, sobald es passt. Und ihr werdet besser behandelt. Und ganz ehrlich, die meisten Leute geben ihr Geld doch entweder für unsinnigen Stuss aus oder machen es wie ich, geben ihr Geld gar nicht aus. Das Beste, was ihr machen könnt, ist, aber ganz ehrlich, bevor man sich jetzt einen neuen Fernseher kauft für 7000 Euro, da kann man auch mal für 150 Euro zum Arzt gehen, wenn man schon 3-4 Wochen oder ein paar Monate Probleme hat. So. Deswegen mache ich das auch ab und zu. Und wie gesagt, ich habe es letzten Freitag wieder gesehen. Komplett 2 Klassen Medizin. Ich hätte mindestens 3 Wochen warten müssen auf den Termin. Und dadurch, dass ich selbst bezahle, habe ich sofort bekommen. Habe ich natürlich auch gemacht, weil ich wollte ja schnell dran. Also ich persönlich finde es okay. Ich finde es auch rein für mich gesehen, finde ich es gut, dass es die Möglichkeit gibt. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich schon fragen, ob es nicht ein bisschen unfair ist für Leute, die sich das nicht leisten können. So. Hatte mal angerufen. Was? Hatte mal wo angerufen? Ja, wir schließen jetzt. Ja, okay, ist ein Arbeitsunfall. Ja, okay, Arbeitsunfall ist ja wieder was anderes. Arbeitsunfall musst du ja sogar zum, wie nennt sich das, zu irgendeinem Arzt, der von der Berufsgenossenschaft ist oder so, musst du hin und Unfall durchgehen, irgendwas, genau. Du musst zu irgendeinem Arzt, dass du das dann auch meldest. Also wenn du einen Arbeitsunfall hast, musst du das melden. Ein Kollege von mir beispielsweise ist mal auf dem Heimweg zum Frankfurter Hauptbahnhof. Banken Frankfurt ist ja alles nicht weit vom Hauptbahnhof weg. Gelaufen und da war eine Platte im Bürgersteig nicht fest. Und der ist auf diese Platte draufgetreten und ist quasi einen Meter mit dem Bein in den Boden reingefahren instant, weil die Platte nicht fest war. Und hat sich das Knie mega aufgeschlagen dabei. Er hat übelst wehgetan. Und der ist dann heim und ist nicht zum Durchgangsarzt und nicht zum Arzt gegangen wegen Betriebsunfall. Tag danach war sein Knie doppelt und dreifach so dick, aber der Kerl ist eben mega hart im Nehmen, der war trotzdem arbeiten. Der hat irgendwie so ein riesen dickes Knie gehabt und meinte noch, oh hier, Arbeitsunfall. Hat das quasi sogar, glaube ich, seinem Chef gesagt, war aber nie bei diesem Arzt, um das feststellen zu lassen. Und im Prinzip, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist zu spät, weil jetzt hat er wieder Probleme mit seinem Knie.
Okay, ich habe keine Ahnung, was da im Chat gerade abgeht, aber ich glaube, ich muss mal ein paar Timeouts raushauen. So, wie gesagt, was ich gezahlt habe, weiß ich noch nicht. Die Rechnung kriege ich noch. Aber wie gesagt, das wird sich im Rahmen von 50 bis 150 Euro bewegen. Ich mache das leider auch oft so, aber es ist eigentlich schon... Ja, ist es irgendwo schon. Ich, wie gesagt, ich kann mich da nicht beschweren. Ich hab ja die Möglichkeit, aber insgesamt ist es schon ein bisschen fragwürdig. Kriegen die eigentlich weniger Geld bei den Versicherten? Ja gut, das kommt drauf an. Das muss man aufteilen. Wenn du zu einem Arzt gehst, der nur Privatversicherte nimmt, dann darf der gar keine Kassenversicherten behandeln. Der hat keine Zulassung von der Krankenkasse. Das darf der gar nicht. Und ansonsten, wenn es ein Arzt ist, der beides nimmt, was ja die Regel ist, also du kannst ja bei allen Ärzten, die Kassen nehmen, eigentlich davon ausgehen, denn selbstverständlich nimmt er auch Private und Selbstzahler, weil es mehr Geld bringt. Ja, das ist tatsächlich so. Das, was du mit dieser Gebührenordnung abrechnen kannst, ist um einiges, ich bin natürlich da kein Experte, aber ist um einiges höher, als was du von der Krankenkasse bekommst. Zumal du ja im Zweifelsfall das mal 2,3 mit einem höheren Satz sogar abrechnen kannst noch. Also du kriegst eh schon mehr und dann kannst du es auch nochmal verdoppeln. Also ja, du kriegst von einem Selbstzahler, beziehungsweise generell von einem Privatversicherten, kriegst du viel mehr raus als Arzt als von einem gesetzlich Versicherten. Deswegen sind die natürlich auch happy, wenn Leute zu ihnen kommen und privat versichert sind. Oder nicht privat versichert sind oder halt auch selbst bezahlen. Und deswegen gibt es da auch so einen gewissen Wettbewerb, weil es ist einfach so, das muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen im Kopf, die Leute, die selbst bezahlen oder privat versichert sind, die haben schon so einen gewissen Anspruch. Wenn da einer anruft und sagt, ja, ich bezahle selbst, ich bräuchte einen Termin und die sagen ihm, kommen sie in vier Monaten wieder, und dann haben sie noch eine Wartezeit von 2 Stunden, dann sagt er, nö, da suche ich mir was anderes. Also die und bei gesetzlich Versicherten ist das nicht so. Das kann der letzte Abfuck sein. Arztunfähig, arztunfreundlich, Sprechstundenhilfe unfreundlich, die Leute müssen da trotzdem hin. Also was sie müssen nicht, aber die Ärzte sind trotzdem überlaufen für gesetzlich Versicherte. Die haben da gar keinen wirklichen Konkurrenzdruck. Das ist im privaten Bereich nicht so, weil wenn ich da einmal hingehe und der scannt mich, wie beispielsweise der HNO-Arzt in Frankfurt, wo ich mal hingegangen bin, weil mein Ohr morgens auf einmal verstopft war, der mir da irgendwie 70 Euro oder sowas abgerechnet hat für 2 Minuten mal ins Ohr gucken und sauber machen, da gehe ich nie wieder hin. Pech gehabt. Einmal gescammt, nie wieder. Toxi, dankeschön, 25 Monate Subscriptions. Und das ist halt so. Ich muss da nicht hin. Ich sage einfach, nö, vergiss es. Geh ich nie wieder hin. Suche mir eine andere, gibt's ja genug. Ja, das kommt auch noch dabei. Ein Hausarzt kann so die Basic, ich glaube, es geht nur die Basic-Sachen, so die Basic-Leistung nur einmal im Quartal abrechnen. Also umso öfter du zu deinem Hausarzt gehst im Quartal, umso weniger verdient er an dir. Also ja, du bekommst deutlich, deutlich mehr bei einem Selbstzahler oder Privatversicherten als gesetzlich Versicherten. Kann man? Nein, 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 das geht nicht. Das geht, es gibt einen Fall, der mir bekannt ist, wo das geht, und das sind Psychologen, weil Psychologen und Therapeuten in der Regel sagen, sie machen das gar nicht mehr für den Kassensatz. Und die Kasse ist ja, die sind ja verpflichtet quasi, dir im Zweifelsfall einen zu nennen, der dich behandeln kann, wenn das keiner machen will, und die finden da keine mehr. Also so Therapeuten und Psychologen, das ist das Einzige, wo ich schon mal gehört habe, dass das möglich ist, aber auch nur im Vorfeld, wenn man das geklärt hat. In der Regel, nein, also du kannst nicht auf eigene Faust zum privaten Arzt gehen und dann sagen, Krankenversicherung, bezahlt mir mal wenigstens euren Anteil. Was ich persönlich richtig dumm finde, ehrlich gesagt, weil ich bezahle doch schon meine Krankenkassenbeiträge. Warum soll ich nicht zu einem Privaten gehen dürfen, den Aufpreis bezahlen und den Rest bezahlt die Krankenkasse? Das ist was ich nicht verstehe. Das würde ich sehr begrüßen, wenn man da irgendwas ändern würde. Wir haben immer noch nicht angefangen, aber gut, ich komme gar nicht hinterher.
Aber wofür zahle ich dann 500? Tja, das fragt man sich, ne? Na gut, Krankenkasse bezahlt. Na gut, wenn du 500 Euro bezahlst, dann bist du wahrscheinlich privat versichert. Weil 500 Euro... Da, oh, oder du verdienst super krass viel oder keine Ahnung. Wobei, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie viel ich bezahle im Monat. Aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, so viel ist es nicht. So, und ansonsten ist halt die Sache, die Krankenkasse bezahlen ist halt so eine Wette, wie bei Versicherungen so üblich. Du bezahlst, weil du es vielleicht irgendwann mal brauchst. Und es dann so teuer wird, dass du dir das nie leisten könntest. Das ist ja die Sache auch mit Krankenversicherung oder auch gerade privaten Krankenversicherungen. Du lässt dich krankenversichern, weil du quasi drauf oder dir abgesichert sein möchtest, dass wenn du mal wirklich krank wirst und es so teuer wird, dass du es nicht einfach nicht mehr bezahlen könntest und dich nicht mehr behandeln lassen könntest, deswegen bist du krankenversichert. Du könntest ja auch sagen, ey, ich lege ein bisschen Geld zur Seite, die 100, 150 Euro, die ich mal zwischendurch brauche, habe ich und ich spare Geld. Das machen die Amis ja. Ist ja bei den Amis sehr beliebt, Geld nicht in die Krankenversicherung zu stecken. Es gibt keine Befehle. Ich kann auf meinem Monitor hier draufklicken. Du kannst da nichts machen. Ja, das ist richtig, aber eine private Krankenversicherung ist halt noch teurer. Ich muss sagen, ich fahre damit eigentlich ganz gut. Ich bin gesetzlich versichert. Und wenn ich mal Sonderwurst brauche, Sonderbehandlung brauche, schnell einen Termin brauche oder mich ordentlich mal behandeln lassen will, dann bezahle ich selbst. Sobald es natürlich dann in die Tausende gehen würde, dann würde ich irgendwie schauen, dass ich das anderweitig mache. Ja. Aber ansonsten ist private Krankenversicherung halt auch eine Wette drauf, ob du es brauchst. Also, dass du abgesichert bist, wenn du es brauchst. Wenn du sonst nicht mehr bezahlen könntest. Ansonsten fährst du natürlich, so wie ich es mache, günstiger. Weil ich eben die, was weiß ich, 250 Euro nochmal oben drauf im Monat mir spare. Und ich gehe, keine Ahnung, ich gehe 2-3 Mal im Jahr vielleicht zu einem Arzt, weil ich irgendwie, weil einer was gucken lassen will. Und wenn ich die alle selbst bezahlen würde, wäre ich immer noch deutlich günstiger. Zumindest mit meinem aktuellen Gesundheitszustand, der ja ganz okay ist, als wenn ich privat versichert wäre. Aber da kann man sich drüber streiten. Ja, habe ich gemacht. Bin aber noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, das musst du wissen. Kann ich dir so pauschal nicht sagen. Toxi, danke für den Sub. 25 Monate. Real Razor Chief, danke für den Sub. Tja. Ich habe mich mal scammen lassen für 70 Euro. Ja gut, das ist halt die Ami-Taktik. Aber ich habe das Gefühl, bei den Amis sind die Arztpreise auch richtig krass teuer. Wie weit bei Linux? Pass mal auf. Nach einer Stunde, lol. TS Fox, danke für den Sub. Es gibt keine Emote-Commands. Ich drück. Oder meinst du das Prefix für meine Emotes im Chat? Zum Beispiel sowas hier. Das ist Wupp als Prefix. Wupp. Wupp. Ach, der zeigt gar nicht die normalen Emotes an. Warum das denn nicht? Das sind nur die Better Twitch TV Emotes, die da anzeigt. Meine normalen Emotes zeigt er gar nicht an. Okay, Leute, auf geht's. Oh. Das ist irgendwie Sehnscheidenentzündung oder sowas. Okay, weiter jetzt. Jetzt gucken wir uns aber Linux-Geschichten an. Also, wir sind German Keyboard. Next. Erase Disk. Natürlich alles weg. Bam. Chat übrigens, wenn ihr noch Fragen habt wegen
privat bezahlen Ärzte, so haut raus, ja. Ich habe den Kram jetzt ein paar Mal gemacht. Wenn ihr da irgendwie unsicher seid, ich sag nicht, dass ich alles weiß oder irgendwas wissen wollt, fragt mich im Chat, ich sag's euch. Ich glaube, das ist für alle auch ganz interessant. Encrypt? Nö, brauchen wir nicht. Erase Disk, gib ihm. Was macht er denn eigentlich dann? Okay, 40G direkt. Aha, hier kann man jetzt auswählen, was man haben will. Base und Firefox Language Packages. Brauch ich nicht. Okay, Base, also ich krieg ein X. Ich krieg Netzwerk. Ich krieg Fonts, ich krieg Audio. Okay. Und hier kann ich die Desktops aufwählen. Chat, was für einen Desktop wollen wir als erstes uns mal anschauen? Ich werde an der Stelle mal kurz einen Snapshot machen. Dass ich immer wieder hier drin zurückspringen kann. KDE, ihr wisst, ich kenne mich mit KDE 0 aus. Ich habe gar keinen Plan von KDE. Der Gnome, der scheiß Gnome. KDE, wir machen mal Plasma. Plasma, wo ist das denn? Wo ist das denn? Ah, hier. Ach, hier heißt KDE. Ich meine, wisst ihr was? Warum installieren wir nicht einfach alles? Wir installieren einfach alles und wählen es dann aus. Fertig. Easy. Pyfan. Warum sollen wir mehrfach installieren? Dann mache ich jetzt einfach mal den Snapshot weg. Dann mache ich den Snapshot weg. Weil Snapshots werden bei sowas immer relativ schnell, relativ pepo fett. LX.de braucht keiner. Ist LX.de nicht die alte Version von LXQT? Oder wird das noch weiterentwickelt? Ich mach das jetzt alles. Printing Support, Cakewait, Alter. Cakewait. So, next. Habe ich was oben vergessen? LTS Kernel Editions. Quatsch, LTS Kernel. So alter Shit, wir wollen Bleeding Edge. Your name. Cute Chat. Cute Chat Forever Virtual Platform. Ja, bester Computername über. Wobei, das ist dann auf dem Terminal so lang. Cute Chat, Abkürzung CC. Passwort 123456. 123456. Huge Passwort. Nein. Jawohl. Next Summary. Alles klar. Install. Gib ihm. Install. Hast du schon mal den Zen-Kernel getestet? Nein, den habe ich schon nicht getestet. Was ist das? Aber keine Ahnung. Was ist der Zen-Kernel? Ich habe nur den GitHub-Repo gerade gefunden. Du weißt mein Passwort und meine IP. Fuck. Jetzt ist vorbei. Schon eingehackt. Linux-Kernel optimiert für Performance und speziell für Gaming. Warum nicht? Ja, soll jeder machen, was er will. Cheesy Pro 36 Version 2. 10 Monate. Dankeschön für den Sub. Massive Subscription. Um nicht zu sagen. Was? Meinung zu Shirin David? Ich weiß nicht mal, wer das ist. Das ist irgendeine Beauty-YouTuberin, oder? Keine Ahnung. Ich habe noch nicht ein Video von der gesehen. Was ich installiere Endeavor OS. Das ist mehr Arch Linux als Manjaro. Also Arch by the way. So richtig echtes Arch by the way. Weil Manjaro ist ja kein Arch by the way. Warum nicht? Yes. Ist die Festplatte voll? Nö. Okay, nice.
Was war jetzt das Problem? Was ist jetzt das? Install-Log? Wo ist denn das Install-Log? Hier in Root, oder? Nee. Wo ist denn Install... Wo liegt denn das Install-Log? Nicht Change-Log. Ist das hier drin? Endeavor Install Log. Ah ja, okay. Wir machen mal ein bisschen größer. Wartet mal vorher. Wir machen mal kurz noch die Screen Resolution besser. Okay, zeig her, was hat er für Schmerze? Was hat er für Schmerze? Zeig her. View Manager Install Package Manager Error. Package Manager could not make changes to the install system. Command Pacman return error code 2. Skipping dependencies. Was ist daran so geil? Es ist ein Arch Linux mit Arch Package mit Arch Repos und nicht wie Manjaro mit so einem 2 Wochen verzögerten. Zumindest ist es das, was viele als Vorteile sehen. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem hier dran ist. Ich habe zu viel auf einmal installiert, hä? The Command Pacman Create. Probier mal weniger, ja, mache ich jetzt auch. Okay, Start Installer. Online. Ich weiß, was wir nochmal machen können ist. BLK-ID. Wir gehen nochmal auf SCA. Oder haben wir das überhaupt hier? SDA? SDA 1? Nö. Also am Festplattenplatz kann es ja nun wirklich nicht liegen. Okay. Also. Welcome. Start Installer. Ne, hatten wir doch nicht schon. Nein, ich will es nicht auf Deutsch. Ich will es auf... Vielleicht war Kokona das Problem. Vielleicht machen wir... Britisch Englisch. Europe. German. No dead key. Hoi. Was passiert, wenn ich jetzt einfach auf Weiter klicke? Ah, ich kann nicht weiterklicken. Ich muss jetzt manuell partitionieren. Na gut, das ist ja relativ easy. Kann ich einfach sagen, benutze das? Nee. Delete. Free Space. Create. Primary. Jawohl. Bam. New Partition. Next. Nee. Ach, Mount Point. Slash. Geht das so jetzt? Ich hoffe, ich mache das richtig. Next. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es richtig, was ich hier gemacht habe. GPT Partition is best. Go back and set Partition. Seriously, Leute. Kann ich einfach sagen, mach alles und gut ist? Okay. Also muss ich jetzt wirklich sagen, Delete? Warum gibt es... Das ist schon wieder blöd gemacht. Warum gibt es jetzt kein Mach einfach drüber und Scheiß drauf, Alter? Create? So. Keine Ahnung. Kann man nicht ein bisschen weniger machen? Irgendwie so. So. Mount Point Slash. Und was soll ich jetzt machen? Noch irgendeine GPT oder sowas? Was hat er mir erzählt? Create? Ne, geht nicht mehr. Nochmal Create, geht nicht. Ah, ne, hier. Create. Und jetzt was?
Boot? Nee. Ich hab keine Ahnung. Wow. Was habe ich jetzt gemacht? Delete. Weil ich hab... To configure GPT Partition Table on BIOS. Go back and set the partition table to GPT. Next create a 8 MB unformatted BIOS scrub flag enabled. Okay, unformatted free space. Ah ne, unformatted soll ich machen. Create. Unformatted. Mit BIOS scrub. Alles klar. Ob das jetzt mal funktioniert. Hab ich doch. Und dann muss es exakt 8 MB groß sein. Okay. Create. 8. Ah, nein, das ist das Falsche. Nee. Was? Oh, nee, jetzt habe ich... Okay. Create. Mount Point. Slash. Okay, wunderbar. New Partition, ist die hier. Edit. Genau 8, 8, 8. Okay, okay. So. Alles klar? Next. Okay, ich habe keine Ahnung, was der für Schmerzen hat von mir. Ich lasse ihn jetzt einfach mal installieren. So, XFCE, KDE, GNOME i3, Mate Cinnamon. Okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal nur die da und mache jetzt hier einen Snapshot. Ach, scheiß drauf. Ich boote das Ding einfach neu. Next. Cute. Chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, next. Ja, perfekt. Genauso muss das sein. Install. Ja. Yep. Was? Warum? Okay, geparted. Ist das drauf? Ich lösche jetzt einfach alles auf meiner Festplatte. 40. Delete, delete. Oh, hallo? Wo ist der Apply-Knopf? Das da? Ja, ja, ignore. Scheiß drauf. Close. Vielleicht muss ich es nochmal anmounten. Muss ich es nochmal anmounten vielleicht? Ne, ist alles unmounted. Okay, führen wir den Installer nochmal aus. Okay, das ist schon eine kompliziertere Geschichte, stelle ich gerade fest. Nuke die VM und fang von vorne an. Ja, kann's ja nicht sein. So, Location, Berlin. Ja, Mann. No dead keys. Hier, erase disk. Bam, gib ihm. Next. Okay, wir machen jetzt nur KDE, GNOME, Desktop, oder? Mal gucken, ob's jetzt funktioniert. Cute Chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt next. Install. Bam. Und jetzt gib ihm. Okay, ich starte die VM nochmal neu. Reboot. Geht ja gut los. Geht ja, funktioniert ja optimal alles hier. Also ich glaube, an der Installation gescheitert sind wir bisher noch bei keinem Linux. Wo ist das Problem? Das startet gar nicht mehr jetzt. Guck mal, das ist komplett broken. Das bootet auch nicht mal mehr. Ah, das Boot, das versucht gerade von der Festplatte zu booten. Kann das sein? CD-ROM. Ja. Aber ich habe die Festplatte doch gelöscht. Ich sehe schon, komm, ich muss die Platte nochmal abhängen und nochmal neu dranhängen. Weil broken.
Versuch normales Arch mit... Nein. Ich will ja explizit das da ausprobieren jetzt. Gerade der Witz, es muss ja funktionieren. Kann nicht sein, dass es schon an der Installation scheitert. Du spammst den Endeavor IRC. Nee, lass ihn mal in Ruhe. Das müssen wir auch so hinkriegen. Kann ja nicht sein. So, also, dann starten wir das Ganze nochmal neu. Erstmal die Display Resolution wieder auf was Ohren. Daran wird es jetzt ja nicht liegen. So. Zack. Start Installer. Online. Kurz was trinken. Hydrated stayen. Britisch-Englisch. Oi! Next. Next. Nochmal das gleiche. German. No dead keys. Next. Erase. Oh ne, jetzt geht's wieder kaputt. Ich sag euch, es geht aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich wieder kaputt. KDE Gnome XFCE. Lull. Lull. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Hast du überhaupt eine Netzwerkverbindung? Also. Ich sollte eigentlich eine Netzwerkverbindung haben. Also sagen wir mal andersrum. Mich würde äußerst wundern, wenn ich keine Netzwerkverbindung hätte. Ich habe eine Netzwerkverbindung. Halt, guck hier. Terminal. Ping. Google.de. Bam. Kunst. Von wo auch immer da die Antwort kommt. Von irgendeinem Router, würde ich sagen. Next. Install. Install now. Aha. Jetzt tut sich schon was. Jetzt tut sich schon was. Okay. Was ist denn das Bildschirm mit dem X? Und das ist ein Screenshot-Tool und das soll eine Schere sein und kein X. Das ist das ganz normale XFCE-Screenshot. Ausrufezeichen. Aha. So, hoffen wir mal, dass der Krempel jetzt funzt. Neues Betriebssystem. Ich weiß gar nicht, wie neu das ist. Ich habe das heute auf Reddit gesehen. Irgendjemand hat gesagt, in einem Reddit-Post, wo es darum ging, irgendwie 21 Gründe, warum einer nicht mehr Manjaro verwenden will, meinte er, ich habe jetzt Endeavor OS und viel geiler und so. Und da habe ich mir gedacht, wir probieren das jetzt mal aus. Ein Vorteil gegenüber Arch muss ja zumindest sein, gegenüber Manjaro, muss ja sein, dass die keine Zwischenrepos haben, sondern die offiziellen Arch-Repos überall verwenden. Das ist auch das Einzige, was ich bisher so an richtig Plus gesehen habe. Grelax, Dankeschön für den Sub. 23 Monate. Falscher Knopf. Ich wollte eigentlich das hier drücken. Die Zeitzone ist falsch. Wir haben nicht 21.14 Uhr, wir haben 20.14 Uhr. Hast du Erfahrung mit Linux übers Netzwerk booten? Ja. Ich habe mehr oder weniger, ich sag nicht alles, aber das meiste davon schon mal gemacht. Ich habe sogar mal einen Raspberry Pi über NFS gebootet. PXE ist eigentlich ziemlich Standard. Netinstall. Reine Read-Only-Systeme mit RAM-Disk. Ich habe eigentlich das meiste schon mal irgendwie gemacht. Ab 23 Monate gibt es eine AC-130. Ja, das 23 Kills, 23er Streak, genau. Kann ich mit Visual Basic 6 Website programmieren? Bestimmt irgendwie. Auch wenn das obvious debate ist, aber irgendwie gibt es bestimmt einen Webserver für Visual Basic 6. Ach, guck mal, jetzt hat's funktioniert.
Restart now. Geht das mit COBOL? Ich weiß nicht, ob es einen Webserver mit COBOL gibt. Leute, Restart now funktioniert nicht. Ach dann. Okay. Bin mal gespannt, ob die VMware-Tools standardmäßig drauf haben. Was meint ihr? Haben die standardmäßig VMware-Tools drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal gucken, wo wir hier landen. Das ist... Das sieht aus wie ein Gnome, oder? Der scheiß Gnome ist das. Du musst ja erstmal kurz VMware-Tools installieren. Alle 30 Milliarden Terminals, okay. Lul. Kein Dark Theme, Leute. Aha. KDE hat kein Dark Theme, XFC hat ein Dark Theme, alles klar. Sudo minus I, ja, 1, 2, 3. Was haben wir? Haben wir hier J? Ah, okay, nice. Wie heißen denn diese Tools? OpenVM Tools? Alles klar. OpenVM Tools brauchen wir jetzt. Zack. Yes. VMware. User. Nein. VMware Tools funktionieren nicht. System CTL. Status V Tools D Service Active Running Restart. Aha. Enable. Sehr schön. Okay. Also, was haben wir denn hier am Start? Wir sind unterwegs in einem. Das ist ein Gnome 3, ne? Oder? Ja, das sieht man hier schon an den Activities. Hat Gnome 3 keine Desktops mehr? Keine Desktop-Icons mehr? Ich verwende Gnome 3 nicht. Ich habe. Wie starte ich denn Anwendungen so? Ich wäre mit Gnome 3 nicht warm. Und wie kriege ich das jetzt auf dem Desktop? Add to Favorites? Nee. Kriege ich das hier auf dem Desktop? Wie kriege ich denn was auf dem Desktop? Also. Ihr wisst, ich benutze keine Desktops normalerweise, also, mein i3 hat auch keinen Desktop, aber wenn man schon sowas hat, es gibt keinen Desktop. Gnome hat per Default keine Desktop-Icons, okay. Change Background. Okay, das Dark-Theme ist nicht wirklich Dark. Das Dark-Theme ist eigentlich ein Light-Theme, was aussieht wie ein Dark-Theme. Was, das ist natürlich auch schon komisch. Kann man in Gnome irgendwie Dark Theme oder so einstellen? Wie nennt man? Wie gesagt, ich verwende nie Gnome. Bin da kompletter Kacknoob drin. Ich habe keine Ahnung. Kann man Themes oder sowas einstellen? Man braucht immer noch Gnome Tweaks. Also ich weiß schon, warum ich Linux Desktop alles außer i3 nicht ab kann. i3 mag ich auch nur, weil i3 eigentlich nichts macht. KDE ist mir brutalst überladen. Gnome check ich nicht, wie man das überhaupt verwenden kann. Na gut, so. Wie logge ich überhaupt aus? So. Okay, Gnome ist schon mal raus. Was haben wir denn vorinstalliert? Habe ich noch nicht mal ein normales Menü, wo ich jetzt was auswählen kann? Also mal angenommen, ich wüsste nicht, dass ich Firefox habe. Ich gebe hier Chrome ein, es kommt kein Browser. Habe ich ein normales Menü, wo ich irgendwie durchklicken könnte oder so? Die Punkte? Ah, okay. Da kann man sich jetzt aber usability-technisch echt irgendwie ein bisschen drüber streiten, oder? Es ist ja auch nicht kopiert nach irgendwas. Es ist einfach random alles drinne. Elisa ist am Start. Ah, das ist ein Audio-Player. Der nicht wirklich... Boah, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Der Dragon-Player. Okay, da sieht gar nichts... Also,
Wisst ihr was? Das coolste an diesem Dragon Player ist eindeutig mal das Logo vom Icon. Der Rest sieht eher aus so wie 2002. Tweaks. Meine Güte, Alter. Gnome ist wirklich mega Pains Champ. Kann man jetzt hier Dark Mode wenigstens machen? Ne, hör mal auf, Gnome. Gnome kann ich mir nicht geben, da kriege ich Anfälle. Logout. Yes. So, KDE, next. Wie switche ich überhaupt den Desktop? Hier, oder? Aha. Plasma. Ah. Nice, okay. Ich finde es ja schon immer mal ganz gut, dass am Anfang so ein Ding aufgeht. Was haben wir hier? Assistant, Update System, Update Mirrors, Pack Diff Meld. Browse Our Packages. Ja, super. Browse Arch Packages. Alles im Browser. Das kriege ich auch so hin. Add More Apps. Kernel Manager. Okay. Proceed with installation. Quit. Ach, das installiert nur, oder was? Ah, ich kann Chrome noch zusätzlich installieren. Firewall GUI brauche ich nicht. LibreOffice. LibreOffice. I. Also, ich, nicht I, weil LibreOffice ist, sondern I, weil ich, ihr wisst, ich bin generell kein Fan von Office-Programmen. Ja, Chrome schadet nicht. Chrome ist nie verkehrt zu haben. Tipps. Assistant. Update Mirrors. Da ist nichts dabei. Update System. Nothing to update. Ja, nice. After install. Update Mirrors. Package Cleanup. Config. Default Wallpaper. Choose Wallpaper. Da gibt's ja nicht so viele. Das ist aber auch ziemlich random, oder? Ich meine, warum ist denn bitteschön der File Browser hier links schwarz und da in hell? Das ist ja blah. Ich sag gleich dazu, würde mich überhaupt nicht interessieren, weil ich würde eh gleich i3 draufschmeißen und hätte nichts von diesem Desktop-Krempel. Dolphin File Manager. Ah, der sieht schon gleich besser aus. Jo. Das sieht eigentlich ganz gut. Ich meine, das ist halt so ein Standard-File Manager-Ding. Aber immer noch tausendmal besser zu gebrauchen als der Gnome-Krempel. So, was haben wir hier sonst am Start? System Settings. Okay, KDE System Settings, da werde ich jetzt nicht reingehen, weil KDE System Settings dafür sorgt, dass du durchdrehst. KDE ist das optionreichste Ding, was es überhaupt gibt. Ich brauche Wobbly Windows. Wo stelle ich Wobbly ein? Leute, das wichtigste, der wichtigste Effekt. Wo ist Wobbly? Wobbly Windows, endlich! Moment, Leute. Ah, da gibt es ja richtig viel. Wobbly Windows, wichtigste Sache. Wobbliness. Viel Wobbliness. Extrem viel. Advanced Mode. Extrem viel Wobbliness. Ich brauche Wobbliness. Bester. Wobbly Windows. Der einzig wahre Effekt, den jeder braucht auf seinem Desktop. Früher, und jetzt ist kein Witz, zu Zeiten von Compitz und Barrel gab es noch so viel krassere Mehreffekte. Feuer, wo der Desktop abbrennt und sowas. Gibt es noch den Cube zum Switchen? Nee. Es gibt keinen Cube mehr zum Switchen, oder? Compitz war einfach geil. Leider ist es nicht mehr in Entwicklung, glaube ich.
Wobbly Windows. Haben wir noch was anderes? Focus Show Desktop. Eye on Desktop. Suck Windows into the Desktop. Gachi Bass. Ganz unten. Schau FPS. Das finde ich gut. Apply. Boah. Wenn das mal nichts ist hier. FPS Overlay auf dem Desktop. Endlich. Das brauche ich. This effect is not a benchmark. Wie wäre es, wenn man dieses blöde Anzeige da unten wegmachen könnte? Virtual Desktop Switching Animation. Slide Fake Desktop. Desktop Grid. Windows Open Close. Slide Fade. Nein, es gibt kein Get New Desktop. Oh. Da gibt's ein Window Effects Plugin Manager. Das ist ja mal nice. Kann man da drin auch suchen? Fire. Ich brauch. Mein Fenster muss abrennen. Nee, okay. Cube? Auch nicht. Ach, Moment, das ist gar nichts. Ja, das ist ja doof. Ja, Compits war einfach Poggers. Absolut Poggers. Aber Wobbly Windows bin ich schon mal. Fühle ich mich schon mal heimischer. Früher habe ich immer Wobbly Windows verwendet. Ich war ein Wobbly Windows Enjoyer sozusagen. Ja, aber KDE fühlt sich immer noch nach KDE an. War immer noch besser benutzbar als GNOME, aber i3 bleibt, ist und bleibt das Beste. So, was haben wir sonst noch hier Schönes drauf? Gibt's ein Weep-Plugin wahrscheinlich nicht. Office. Okay, es ist tatsächlich relativ minimalistisch, obwohl... Kate, das Ding gibt's immer noch. Das ist der überladenste Texteditor, den ich je gesehen habe. Guckt euch allein mal die Settings an. Ich finde noch nicht mal mehr die Settings in dem Ding. Ach, hier, Settings. Guck mal hier. Bam, 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 bam. Gut, im Endeffekt hat Visual Studio Code mittlerweile mehr Config-Sachen. So, was haben wir noch? Graphics. Development. Das finde ich gut. Es ist im Prinzip nicht wirklich was dabei. Außer irgendwelche komischen Player, die keiner wirklich braucht. Oder in Movies. Channels? Okay, da passiert einfach schon mal nichts. Einfach deadge. Aber das finde ich gut, dass nichts dabei ist. Ich persönlich bin ja ein Fan von minimalistisch. Und hier ist im Prinzip nichts dabei. Außer so die jeweiligen Default-Programme eben für die Desktops, die wir installiert haben. Und noch nicht mal da alle. Eigentlich in Ordnung. Ja, aber Arch Compits, das haben wir ausprobiert. Das hatte Probleme. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wir haben es hier im Stream ausprobiert und das hatte Probleme. Es ging aus irgendwelchen Gründen nicht richtig. Warum liefern sie nicht VLC? Die machen doch VLC. VLC ist doch dabei. Eigentlich würde das reichen für alles, ne? VLC. VLC-Enjoyer hier am Start. Aber ansonsten gibt es hier nicht wirklich was zu sehen. Das ist ziemlich rohes Standard. Recht hübsch vorkonfiguriertes KDE. Finde ich gut. Gefällt mir eigentlich. Hast du schon mal Zorin OS angeschaut? Bin ich mir nicht mehr sicher. Ansonsten gibt es jetzt hier nicht viel zu sehen. Außer eben Settings in Massen KDE. Was ist das da unten für ein Knopf? Okay, natürlich auch schon ein bisschen komisch, wenn es gleich was auf dem Desktop ist, was kaputt ist. Mit was gehen Config-Dateien zuerst auf? Kate, alles klar. Ach, die Hüpf-Animation haben sie immer noch. Bei KDE. Hatten sie früher auch schon.
Es fühlt sich, muss ich sagen, es fühlt sich aber durchaus ziemlich, gerade eben auch durch die 3D-Effekte, relativ responsive und gut an. Kann man sich nicht beschweren. So, nächste... Was ist das? KDE Connect. Ja, das brauche ich unbedingt. Ach, die haben auch so eine hässliche Notification Bar, die keiner braucht. Okay, wie loggt man sich aus? Restart? Logout gibt's nicht. Logout ist overrated. Ach, hier. Sieht schon krass nach Windows 10 aus. Findest du? KDE sieht schon eine ganze Weile so aus. Ist eigentlich immer cleaner geworden. Okay, Logout. So, was haben wir als letztes noch zu bieten? Bevor wir i3 ausbilden, wir müssen unbedingt neu installieren mit i3. Weil ihr wisst ja, ich benutze hauptsächlich ein... Was heißt auch ein nur i3? XFCE Session. Probier mal SteamOS. Ja, aber nicht jetzt im Steam. Ja, nicht, nee, jetzt nicht im Stream heute. Oh, nee. Ich brauche die Default. Nein. Ja. Was? Nee, Cancel ist okay. Ich brauche Desktop-Hintergrund. Ich brauche diese Maus. Wo ist die? Haben die Maus? Das ist das Beste an XFCE, der Mause-Hintergrund. Jetzt ist er weg. Schon mal andere Teile. Ja, ich habe Sway ausprobiert. Aber Wayland hat mich Gachi Bust in Bobbes. Und es hat nicht richtig funktioniert. Ich habe mal Awesome kurz ausprobiert und ich glaube, es war... Irgendwas von den anderen minimalistischen noch, ich weiß es gar nicht. Aber ich muss sagen, ich komme mit i3 mit Abstand, wirklich mit riesigem Abstand am Herbstluft. Nee, Herbstluft habe ich nicht ausprobiert. Das Ding heißt aber übrigens wirklich so... Q-Tile. Das habe ich... Das können wir installieren, Leute. Das haben die hier als Angebot. Wir installieren jetzt... i3 und Q-Tile. Kann man das nachträglich noch installieren, Leute? Kann man den Installer noch mal laufen lassen? Wahrscheinlich nicht, oder? Hat XFCE ein Dark Theme? Guckt euch das mal an. Massive. Okay, es ist im Prinzip ist es XFCE, wie man es kennt und vielleicht mag. Mit neuer Navigationsleiste auf jeden Fall. Aber ansonsten. Es ist halt. Warum hat ein Chrome so ein komisches Icon hier? Und warum brauche ich Admin-Berechtigung, um im Chrome zu starten? Nee, brauche ich doch gar nicht. Moment, das ist doch kein Snap oder irgendwie sowas, oder? Na, Gott sei Dank nicht. Das ist auch kein Flatpak oder sonst was. Ja, nice, glücklicherweise. Es ist richtig echtes Chrome. Schau mal Endeavor OS Tools. Tja... Ja, wo? Ich sehe die hier nicht. Unter Start. Logtools gibt es. Logtools. Ah, hier kann man verschiedene Kernel-Versionen auswählen. Ja, das ist okay. Das braucht man ab und zu mal. Installier mal Edge. Gibt's das? Gibt es Edge für Linux? Ich war mal kurz busy. Busy Pepo Fett. Edge. No, God! No, God, please, no! No! Auf geht's, Edge. Why not?
Es gibt PowerShell, ich weiß, ich weiß. PowerShell ist ja eigentlich ganz okay. Aber Edge... Ich weiß, wir haben hier tatsächlich ein paar Edge-Enjoyer im Chat. Manchmal schreiben hier Leute, Max, ich benutze Edge seit einer Weile und finde das gut. Aber ich verstehe die Daseinsberechtigung von Edge immer noch nicht. Okay, Achtung. Edge unter Linux. Microsoft Edge Dev. Was will der immer mit meinem Keyring? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Oh, das Fenster hat keine Icons. Get started. Confirm. Lass mich in Ruhe, Edge. Ja, ja, alles akzeptieren. Seriously, Edge. Jetzt müssen wir noch Microsoft Advanced Threat Protection installieren, dass wir Windows Defender haben. Okay, nice. Edge unter Linux, da hat die Welt drauf gewartet jetzt. Sag mal, wie resize ich hier eigentlich Fenster? Ah, mit Alt geht immer noch gescheit, okay. Weil Edge hat kein Fenster richtig. Okay, jetzt haben wir Edge installiert. Aber Leute, ich muss sagen, es gibt jetzt nicht viel, was ich mit den Standard Desktops da groß machen könne. Es ist okay, es ist ordentlich vorkonfiguriert. Es scheint mir relativ leichtgewichtig zu sein. Ich guck mal, die gesamte Installation hat jetzt 8G gebraucht für 3 Desktop-Environments und ein paar Standardprogramme. Das ist durchaus in Ordnung. Ich lösche mal meine Festplatte schnell, falls es überhaupt im laufenden Betrieb geht. Und dann installiere ich nochmal neu. Und dann installieren wir Qtile und i3. So. Ah, nee. Ich darf nicht. Lul. Aber ich weiß, wisst ihr, was ich machen darf? Wisst ihr, was ich machen darf? DD. Ich kann meine Festplatte einfach DD'en. Easy. Und da Partition Table über DD'en. Also DD. If. Hoch. Dev 0 OF gleich Dev SDA Block Size 4096. Ah komm, scheiß drauf. Die ersten 10 MB. Bam, Festplatte überschrieben. Nice, Reboot. Kannst du noch deinen aktuellen RAM-Verbrauch schauen? Ja, RAM-Verbrauch ist immer so eine Sache. 1G, aber das ist ja immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Okay, Reboot. Jetzt sollte ich eigentlich... Ich müsste theoretisch die nochmal synken. Ich sollte gerade eigentlich die Festplatte kaputt gemacht haben. Pac-Man... Ah ja, das ist eine gute Idee. Pac-Man minus Q. Und gucken, was alles installiert ist. 1000 Packages. Aber gut, ich habe auch 3 Desktop-Environments installiert. Reboot. Endeavor OS. Count 1. Ja, damit er danach aufhört. Okay. Jetzt i3 und Qtile. Also jetzt habt ihr übrigens auch mal nebenbei gesehen, wie ihr einfach eine Festplatte zerstört. Also so, dass die Partitionstabelle weg ist. Die Daten sind ja noch da. Sag mal, hat er sich gemerkt? Guck mal, der hat VMware-Tools im Installer. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, ich Kacknoob. Habe ich gerade den Installer weggeklickt? Wie kriege ich denn das jetzt wieder auf? Welcome?
Ah ja. Start Installer. Alles klar, Online Method. Ich muss auch sagen, jetzt die Farbgebung finde ich jetzt persönlich ganz nice. Ich bin mal gespannt, wie es unter E3 aussieht. Also, Europe, Next, German, No Dead Keys, Erase Disk, gib ihm, hau drauf. So, also, E3, Q-Tile. Nee, hat... Gibt es nicht? Das stand doch auf der offiziellen Seite, dass die ein Q-Tile haben, oder? Deck. Hab ich doch hier gelesen. Ach, Community Edition. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt uns E3 angucken und danach nochmal mit der Community Edition das ausprobieren. Was macht No Dead Keys? Ja, genau, das was Wautstronic schreibt, dass so Sachen hier gleich auftauchen, ohne dass du mehrfach drücken musst. So, das wäre jetzt ja vielleicht eine Distribution für mich. Wobei ich halt sagen muss, ich habe ja mein E3 selbst konfiguriert und würde dann einfach die... Wo war man denn jetzt? Wo war man denn jetzt hier die Musik gehabt? Ich werde einfach meine Dot-Files drauf ziehen und gut ist. Aber trotzdem bin ich mal interessiert dran, wie die E3 vorkonfiguriert haben. Es gibt so ein paar Sachen, die mag ich nicht. Zum Beispiel, wenn man die Default-Keybindings irgendwie auf unsinnige Sachen umlegt, wo keiner mit rechnet. Neuer Level-Capture-Bait. Ja, gucken wir uns morgen früh an. Ich muss übrigens ein Video morgen machen. Und zwar, Homeoffice läuft jetzt ja aus. Also die offizielle Vorgabe von unserer Regierung, dass doch alle mal Homeoffice machen können. Es läuft jetzt ja aus. Und ich bin da äußerst unglücklich drüber. Also ich werde nie wieder, das kann ich ja jetzt schon sagen, eher suche ich mir einen neuen Job. Ich werde nie wieder 4 Tage die Woche arbeiten mit Zugfahren nach Frankfurt. 1 Tag die Woche ist das Höchste. Was anderes kann ich mir nicht mehr geben. Zumal es aus meiner Sicht für alle nur Vorteile hat, wenn die Leute, die wollen Homeoffice machen. Die Leute sind fitter, du sparst dir den Arbeitsweg. Ich mach mehr, ich bin motivierter, ich bin konzentrierter. Du erreichst auch Leute einfacher, beispielsweise, wenn die Leute vor dem Rechner sitzen mit Teams. Ja, und wer ins Büro will, dem will ich das ja gar nicht verbieten. Der soll das ruhig machen. Ist ja in Ordnung. Und bei uns ist es so, ich habe von mindestens 2 Leuten gehört, und bei einem schon relativ konkret, dass er gerade dabei ist, sich was Neues zu suchen. Nein, ich bin wirklich fitter, also ausgeschlafener, dadurch, dass ich Homeoffice mache. Ich bin aber auch tatsächlich gesünder und ausgeglichener, also gerade gesünder. Also mir geht es viel besser seit den letzten 2 Jahren mit allem. Ich habe keinerlei Kopfweh mehr, keine Rückenschmerzen, nix. Weniger Stress, ja. Aber gut, das liegt mit weniger Rückenschmerzen liegt daran, dass ich mich mehr bewege als früher. Also, aber trotzdem, es hat eigentlich nur Vorteile. Eigentlich hat es nur Vorteile. Also mir fällt kein wirklicher Nachteil ein. Außer, dass manche vielleicht sagen, so nach dem Motto, sie können nicht mehr tagtäglich gucken, was die Leute so treiben. Aber ich denke mir halt so... Wenn es die letzten 2 Jahre funktioniert hat, ohne dass der Laden pleite gegangen ist, kann es ja nicht so schlecht sein, was die Leute gemacht haben. All done. Restart. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da bin ich echt gespannt, wie die E3 umgesetzt haben. Postchamp. E3 mit einem Login-Manager, das ist schon mal ganz interessant. Was ist das da? Das ist nicht richtig. Okay. Ich muss ganz schnell mein Terminal aufmachen. Ist es Standard? Okay, Standardbelegung für Terminal. E3 Gaps. Okay, nice. E3 Gaps. Change Display Manager.
Aha, Change Display Resolution. Finde ich gut, dass es drin ist. Aber installieren wir erstmal die Oh! Oh, die haben das Anwendung beenden auf ein anderes Menü gelegt. Das verwirrt mich. So. VMware, User. Oh, das andere noch. Und jetzt System.ctl Enable VMware. Oder Status. Status VMware. Nein. Nicht, weil man hier VMware VM Tools Active. Restart. Okay. Also das Terminal ist mir ein bisschen klein. Was ist denn das? Ein GNOME-Terminal wahrscheinlich, oder? Das ist ein GNOME-Terminal. Guck mal, Source Code Pro als Standard-Font. Ist jetzt vielleicht nicht mein Lieblingsfont, aber kann man durchaus mitleben. Eigentlich ganz gute Wahl. Terminal finde ich okay, wobei man sagen muss, die Farbwahl ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr blaulastig mit den Ordnern und dann noch der blaue Hintergrund oder so, aber oh mein, das ist... Aber man kann zumindest erstmal damit leben. Also ich war besser als ein komplettes Flashbang-Terminal jetzt. Das ist wahrscheinlich Bash, gehe ich mal ganz stark von aus, ja. Das ist halt original, das Windows 8 Blau. Ist es? Nee, oder? Das Windows 8 Blau ist heller. So, was haben wir hier unten? Was haben die hier für eine Bar unten? Okay, sie haben mehrere Desktops. Einen mit einem Browser und einen mit einem Terminal. Das finde ich prinzipiell eine super Idee. Die Sache ist bloß die, ich habe es komplett anders konfiguriert. Bei mir ist erster Desktop-Browser, zweiter Desktop-Terminal. Hier ist umgedreht. Aber ich finde, es ist nicht schlecht vorkonfiguriert. Guck mal, Rofi haben sie auch am Start. Sogar mit einem relativ hübschen, funktionalen Theme. Nicht schlecht gemacht. Wie gesagt, ich würde es nicht verwenden, weil ich eben meine eigene i3-Config nehme, aber das ist doch durchaus benutzbar. Was haben wir hier am Start? Eigentlich im Prinzip Firefox, ein Calculator, ein Image Viewer, ein Media Player, Nitrogen ist, war das für Hintergrundbilder setzen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oh, ja, das ist das für Hintergrundbilder setzen. Probier mal Edge mit Video Acceleration. Nee, das funktioniert nicht. Weil ich bin doch in der VM. Das ist doch... Video Acceleration ist doch... also Video Decoding auf der Grafikkarte ist doch nur mit Hardware und nur auch ganz spezieller Kombination. So, dann haben wir... Standard G-Edit oder irgendwas drauf. Tuner File Manager. Warum auch immer man drei verschiedene Terminals drauf hat, keine Ahnung. Ach, es ist gar nicht das GNOME-Terminal, es ist das XFCE-Terminal. Sieht aber aus wie das GNOME-Terminal. Woher weiß ich denn jetzt, dass es tatsächlich das XFCE-Terminal ist? Haben die ein funktionierendes Steam? Ja, mit Sicherheit. Steam, da. Kannst du Steam installieren. Vulkan-Treiber. Weiß nicht, ob das in meiner VM so geil ist. Aber machen wir mal Steam drauf. Was ist denn das für ein i3? Das ist das, was die vorkonfiguriert ausliefern in ihrer i3. In ihrem i3-Flavor. Das finde ich eigentlich ganz nice. Okay, Steam ist mal hässlich wie immer hier, was das angeht.
Nochmal kurz E3-Config gucken. Was haben sie sonst noch für Rofi-Bindings? Nee. T? Für was? Ach, Window-Filter. Ja gut, das mache ich nie. Da kann man Desktop switchen und sowas mit. Das mache ich nie, weil ich weiß, auf welchem Desktop ich was offen habe. Aber ich muss sagen, die Config finde ich persönlich ganz gut. Und wisst ihr, woran ich glaube, dass das liegt? Ich glaube, die Entwickler verwenden das selbst. E3 ist auch mit Abstand der beste Desktop. Kann mir keiner was anderes sagen. Also wenn du wirklich einfach nur das System benutzen willst, als Programmierumgebung, Bastelkram und sonst was und jetzt nicht Wert drauf legst auf fancy, wobbly Windows und bling bling, E3 ist einfach das Beste, was du unter Linux verwenden kannst. Das kommt dir halt einfach nicht in die Quere. Es ist ja im Prinzip nicht existent. Es sind Desktops mit verschiedenen Fenstern im Fullscreen. Fertig. Ja, Steam. Steam ist am Start. Ich kann mich jetzt aber nicht einloggen. JetBrain Toolbox. Gucken, ob die... Oh! Oh! Java! Oh! Please! Aber gut, das ganze JetBrains-Zeug ist Java. Was willst du machen? So. Toolbox. Ich will gucken, ob die ein funktionierendes Tray-Icon haben. Okay, das funktioniert so. Das funktioniert. Oh doch. Die haben funktionierende Tray-Icons, auch nicht schlecht. Dann muss ich sagen, es ist echt gut vorkonfiguriert. Könnte ich mich jetzt nicht beschweren. Ich würde es trotzdem nicht verwenden, weil ich meine eigene Config verwende, aber ist schon in Ordnung. Ja, könnte ich mein Standard-Entwicklungsumgebungsgedöns installieren, was ich so brauche? Nice, finde ich gut. Und ansonsten halt ganz normales Arch-Gedöns. Ist wirklich nicht schlecht. Das würde ich tatsächlich auch empfehlen, wenn jemand sagt, irgendwie gute Distro zum E3 einsteigen. Würde ich das empfehlen. Finde ich gut, wie sie das gemacht haben. Mehr gibt's jetzt da nicht. Also ersetzt es nicht deine Manjaro VM. Wahrscheinlich nicht, weil ich damit ehrlich gesagt relativ glücklich bin. Kann ich mal tippen. Relativ glücklich bin. Erstmal nicht, aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Alternative, über die ich tatsächlich nachdenken werde, weil ich die Sache mit direkten Arch-Repos eigentlich ganz cool finde. Ich muss aber sagen, wahrscheinlich nimmt es sich zu Manjaro nicht so viel. Wir können ja mal kurz im Browser gucken. Endeavor OS versus Manjaro. Was sagen die denn? An in-depth comparison. Was ist an Endeavor OS besser als an Manjaro? Ja, das fragen wir uns auch gerade. So nah an Arch Linux wie möglich. Ja, das ist mit den Repos, was wir schon mal hatten. Okay, das ist egal. Endeavor bietet kein grafisches Paketshop als Vorinstall. Was? Ja, das tut da auch so. Okay, Eigentlich ist es kein großer Unterschied, wenn man mal ehrlich ist. Ich meine, ich habe Manjaro Architect. Das ist halt doof, dass es das nicht mehr gibt. Und den Kram selbst gemacht, komplett. Aber... Ho! Wow! Ich dachte schon kurz, gleich ist Monka Toss hier. Alter, was ist das für eine Seite? What the fuck? Okay. Zack, bevor wir uns das angucken. Moment, das ist Firefox. Warum nicht einfach Arch nehmen? Ja, kann man auch machen.
Da muss ich sagen, ist mir der Installer hier aber lieber. So, erstmal die Hälfte der Seite. Alter! Erstmal 50 Sachen auf der Seite geblockt. Desktop Variants, ja, das haben wir ausprobiert. ISO, Installing ISO. Na gut, Manjaro-Installation ist tatsächlich ein bisschen Painstamp gewesen beim Architekten, aber ansonsten ging's. Ja, das mit den Repos scheint jetzt wirklich so das Aushängeschild zu sein. Wobei es ja eigentlich kein Feature ist, keine eigenen Repos zu haben. Who said? Das machen wir jetzt. Das Quiz. Moment. Facebook is not your friend, it's a surveillance. Das könnten beide gesagt haben. Also, ganz ehrlich, das könnten beide gesagt haben. Ich würde aber in dem Fall tatsächlich mal auf Linux tippen. Fuck. Irgendwie klang das mehr nach Linux. Okay. Talk is cheap, show me the code. Das könnte ich auch mir bei Linux gut vorstellen. Ja. Wie, das war's jetzt oder was? Programming is not a science. Program is a craft. Das traue ich eher ihm zu. Ja, richtig. I did write some code in Java once, but that was... Das ist was von ihm, hä? Fuck. Ich hab keine Ahnung. Null. Ist auch teilweise schwierig. In a real world, open source, you have the right to control your own destiny. Ja, das ist er, hä? Was? Er ist doch so ein super Open-Source-Typ. Ja gut, das weiß ich. Chat, das wisst ihr auch, oder? Das ist, glaube ich, eines der bekanntesten Quotes. Wer, Chat, was sagt ihr? Die Chat sagt nix. Dann sag ich, die A ist es. Ich bin mir gar nicht sicher, wer es von beiden ist. Ja, er war. Ich war mir relativ sicher. Was? Oh, wir sind aber nicht gut gewesen. Okay, wunderbar. Also eigentlich macht es keinen großen Unterschied. Mo! Okay, der Hintergrund hat sich ein bisschen verabschiedet gerade. Aber es ist trotzdem nett vorkonfiguriert, muss ich sagen. Ich weiß, dass ich das neu auswählen muss, deswegen habe ich, hab ich im Hintergrund bei mir was das einmal in der Sekunde macht und neu setzt. Aber ganz ehrlich, ach so, wie haben sie denn gemacht? Desktop verschieben auf Fenster A geht immer noch. Ach, guck mal, die haben den anderen Desktops auch sinnvolle Icons gegeben. Hier irgendwie Dateibrowser, hier irgendwie Mail oder so. Hier Instant Messenger. Hier 789, okay. Desktops, die ich alle nicht verwende, by the way. Also, wie gesagt, ich hab bei mir immer, ich kann ja mal zum Vergleich mein i3 zeigen, wie der normalerweise aussieht. So, also so sieht mein i3 normalerweise aus, ja. Ich habe einen Browser auf dem ersten... Wie? Warum? Okay, was auch immer. Ich habe einen Browser auf dem ersten, ein Terminal auf dem zweiten, weil ich starte mal neu kurz. Wir machen mal ein Update, schnell. Muss ich eh machen. Kam letztens wieder was. Bam. Kann gerade mal nebenbei updaten. Das ist übrigens auch was ich bei Arch-basierten Distributionen mag. Die Updates gehen relativ schnell. Qtile machen wir hier gleich danach. Schaltest du die VM nicht aus? Nö. Die Updates gehen relativ schnell. Also, das Schlimmste, was Updates... Also, Ubuntu ist das Nächste.
Das geht auch noch halbwegs. Aber ganz schlimm ist zumindest früher Yam. Also Fedora und Red Hat Updates waren richtig ätzend, Pains Champ. Mittlerweile mit DNF ist auch noch kacke. Also ganz ehrlich, System-Updates sind mir hier und Arch-basierten Systemen am liebsten. Führst du was aus und zack, 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 ist es da. Der Download ist gerade ein bisschen langsam, das ist wahrscheinlich das hauptsächliche Problem. Und das flutscht einfach nur. Na gut, ich lasse ihn mal updaten und dann gucken wir weiter. Q-Tile wollen wir machen. Also, machen wir wieder. DD, erstmal Root. DD, Input, Dev Zero, Output, Dev SDA, Block Size 1 MB, Count 1. Bam, fest. Yes. Festplatte down. Jetzt können wir nochmal das machen, was vorhin jemand wissen wollte. Pacman-Q. Vertippt. 845 Pakete, natürlich schon weniger. Aber ich finde auch das vorkonfigurierte Rofi und sowas echt nicht verkehrt. Irgendwelche anderen Tools. Guck mal hier. Sogar irgendwelche anderen Tools mit am Start. Ist nice. XFCE und Alpine Linux. Ja, man kann sich das Leben auch schwer machen. Neustart und jetzt Community Edition Q-Tile installieren. Da bin ich mal gespannt. Was machen meine Updates? Mal gucken. Q-Tile habe ich noch nie ausprobiert. Das mache ich jetzt nur, weil jemand im Chat gesagt hat, Q-Tile POC. Wie sieht denn Q-Tile eigentlich normalerweise aus? A Hackable Tiling Window Manager. Written and configured in Python. Okay, ein Window Manager in Python, ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich alles C-Module und dann sagen, es ist in Python programmiert. Cool. Oh, da habe ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Das sieht mir sehr nach Hackerman-Geschichte aus. Nee, das ist das falsche OS gerade. Moment, Chat, was ist? Da hast du recht. Das gab's wohl noch nicht, als ich das mal installiert habe. Max, hat das einen speziellen Grund, dass du für deine VMs Forever verwendest oder nicht Proxmox? Ja, ganz klar. Damit ich das auf meinem Desktop ausführen kann. Mit Proxmox ist ja nichts auf dem Desktop ausführen. Wie soll ich Proxmox unter Windows laufen lassen? Hey Max, hast du eigentlich ein paar Tipps, wie man als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung beruflich Richtung Linux IT Security kommt? Ja, sich damit beschäftigen erstmal. Bin momentan etwas hart stuck auf meiner Programmierstelle mit mäßig Skills. Hab mich privat jetzt viel mit Linux beschäftigt, was mir sehr viel Spaß macht. Ja gut, da hast du ja schon mal die wichtigste Voraussetzung, also die erste Hürde genommen, weil da wird man ja nie drum herum kommen, sich privat auch mit der Sache zu beschäftigen. Ansonsten, also ich kann ja jetzt bloß sagen, wie das bei mir ist. Du kannst mit deinem Chef mal drüber reden, wenn es irgendwelche monatlichen oder jährlichen Gespräche gibt, so was man in Zukunft machen will, wenn du einen gescheiten Chef hast. Kann er dir bestimmt helfen, wie man am besten bei euch in der Firma, das ist ja immer so ein bisschen abhängig, je nachdem, was man für im Laden ist, da am besten vorankommt, wenn du da was anderes machen willst. Ansonsten, was natürlich immer geht, ist, irgendwelche Aufgaben gibt, wo Leute gesucht werden, die in diesem Bereich liegen, dass du dann freiwillig sagst, ja, ich guck mir das mal an, ist ja nicht verkehrt. Und ansonsten musst du konkreter sagen, was du wissen willst. Also in der Regel hat man, wenn man sich auskennt, gute Chancen, in einem Bereich zu arbeiten, wo man sich auskennt und wo man Spaß dran hat. Und wenn man Spaß dran hat, kennt man sich noch besser drin aus und umso höher ist die Chance, drin arbeiten zu können.
Ja, meine Pac-Man-Config ist auch so alt, da gab es noch keine parallelen Downloads. Nein, 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 nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Wenn's das geht, ich bin nach, akademischer Bildungsgrad ist bei mir, bin ich der letzte Kacknoob. Nur richtige Arsch-Chats im Chat, ja, so sieht's aus. Wie macht man das in der Pac-Man-Config mit den parallelen Downloads? Pac-Man? Conf? Parallel? Nee. Down? Das steht bei mir noch nicht mal in der Conf drin, so alt ist mein Pac-Man-Zeug. Gibt's es nicht, guck. Es ist too old. Lass noch mal den anderen Krempel updaten. Jawohl, gib ihm. Schau mal, ob du eine neue Pac-Man-Conf in einem Ordner hast. Wahrscheinlich. ETC, Pac-Man. Pac-Man-Conf, Pac-New. Guck mal da. Ja, da gibt's Parallel Downloads 5. Fivehead. Ne. Never change a running system, weißt du doch. Auf hier, installier mal da oben. Du benutzt Arch, by the way. Ja, da hast du ja für die wichtigste Hürde schon mal genommen. Das Wichtigste, was du prinzipiell jetzt lernen musst, ist, dass du auch jedem sagst, dass du Arch Linux verwendest. Weil echte Hackermans wissen das zu schätzen. Und wer nicht Arch, by the way, verwendet, den musst du bekehren dazu, Arch zu verwenden. Nur dann kommst du vorwärts. Hast du mal Pac-Man New Files resolved? Nö. Nö. Ach was, Kali Linux. Wenn Kali Linux auf Arch basieren würde, dann könnten wir da vielleicht mal drüber reden. Aber es kommt als nächstes, kommen die Leute mit Tails an oder sowas. Arch Linux. Einzig wahre. Black Arch. Es gibt so viele Sachen. Für jeden was dabei. So, Updates sind durch. Reboot. Dann zeige ich euch mal kurz, wie ich aktuell meinen i3 Desktop eingerichtet habe, bevor wir das andere installieren. Systemd ist halt bloat. Ganz ehrlich, ich war noch nie riesen Systemd Befürworter, aber ich fand das Systemd auch nie so beschissen, dass ich gesagt hätte, ich nehme jetzt irgendwelche Alternativimplementationen. Die hatten doch, es gab doch eine ganze Weile, ich weiß nicht, ob es Gentoo war, irgendeine Distribution hatte doch so einen Init-Gedöns noch Jahre nach Systemd. Also, was mir halt bei Systemd ein bisschen abgeht, sind so Sachen wie etc. Wie hieß das Ding? Ich habe schon ganz vergessen. Wie hieß das? ETC RC Local meine ich, genau. Sowas wie RC Local. Ich weiß, man kann das aktivieren, aber das fand ich ganz praktisch. Du konntest einfach in ein Startskript reimen, was gestartet werden soll, und das wurde bei jedem Boot ausgeführt. Easy. Jetzt musst du irgendwelche Unit-Files machen. Das ist auch nicht super kompliziert, weil es gibt Unit-File-Generators. Du musst dir die Syntax gar nicht merken. Aber ansonsten, deswegen, wie gesagt, ich war nie riesen Fan von Systemd. Ich sehe aber die Vorteile, die es hat, gerade mit parallelem Ausführen zum Starten und schnellerem Booten dadurch. Aber ich hätte es auch ohne überlebt, ja. So. Also, so benutze ich normalerweise mein
Das ist mein normales Setup auf meinem i3. Ich habe auf dem ersten Desktop einen Browser. Wenn das Ding jetzt mal startet, irgendwann mit seinem Java-Krempel, dann ist auch gut. Ja, ich benutze auch Bing Image of the Day. Das ist das Einzige, wozu ich Bing verwende. Kannst du mal dein Skript zeigen? Nee, das kann ich nicht zeigen, weil ich mir da nicht sicher bin. Weil das habe ich copy-pasted von meinem anderen Rechner. Nicht, dass ich da irgendwelche API-Keys oder sowas für Dinger drin habe. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir können mal auf GitHub gucken. Ups, na super, jetzt habe ich es hier hingeschoben. Wir können mal auf GitHub gucken. Wo blort's auf GitHub? Ob ich das irgendwo in den .files drin habe. Weil wenn dann, dann ist da definitiv nichts Geheimes. Hallo, ShitHub, starten please. Habe ich da irgendwie sowas? Xinit RC. Getwallpaper.sh. Nee, das ist es, glaube ich, nicht. Getwallpaper.sh ist nicht das, was in der Schleife läuft. Keine Ahnung. Habe ich das vielleicht gar nicht mehr in der Schleife laufen? Müssen wir jetzt ausprobieren. Ja gut, aber theoretisch würde ich dann hier eine Schleife im Hintergrund schreiben. Tja, nee, keine Ahnung. Müssen wir jetzt ausprobieren. ShitHub, sorry, hat dir gut gefallen. Ist auch ein Klassiker mittlerweile. Ja, also so habe ich das eigentlich laufen. Das Allerwichtigste. Hier C-Matrix anmachen. So habe ich laufen. Ich habe auf dem ersten Desktop meinen Browser, Fullscreen. Zweiten Desktop, Terminal, Fullscreen. Oder alternativ auch. Noch besser. Terminal, Fullscreen mit Custom T-Max Config. Alles Fullscreen. Auf dem dritten habe ich meistens mein Frontend-Gedöns laufen, wenn ich Frontend-Zeug mache. Und auf dem vierten meistens meine C-Sharp-IDE, wenn ich Backend-Zeug mache. Oder irgendwie, je nachdem was. Ja, und dann verteile ich die anderen Programme eigentlich je nachdem, wenn was dazukommt, über die restlichen verfügbaren Desktops. So habe ich das. So habe ich es auf der Arbeit auch. Genauso. Browser, Terminal. Und hier dann halt meistens irgendein Editor. Oder ich habe es exakt so, wie ich es auch hier habe. Also, kein Unterschied. So, Start Installer. Ach nee, Sekunde. Community Editions. Soll ich mal gucken, wie viele Packages ich drauf habe? Ich habe so viele unsinnigen Packages drauf, Leute. Pacman-Q. Ich schätze mal 3500. Oh, was? So viele unsinnige Sachen habe ich ja gar nicht drauf. Tja. Gut, so viel ist gar nicht installiert. Wie hast du eigentlich die feste Größe vom Netzwerk-Dings in der Statusbar eingestellt? Das da, das ist, Config i3 i3 Status RS. Das nennt sich i3 Status Rust, gibt's auf GitHub. Und das ist der Standardblock dafür, den es gibt für Netzwerk. Ich habe da gar nichts gemacht. Das ist nicht die Standard i3 Bar. Die Standard i3 Bar ist abfuck. Okay, Englisch, next, Berlin, next, German.
No Dead Keys. Erase Disc. Okay, Community Editions kommt jetzt. Sway Q-Tile. Auf geht's. Bin ich mal gespannt. LTS. Next. Users. Lul. Lul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next. Install. Yes. Das sollte ja schnell gehen jetzt. Hast du schon mal Sway ausprobiert? Ja, vor, weiß ich, 2 Jahren oder so. Das haben wir gestreamt. Das habe ich gestreamt damals und es hat richtige Probleme gemacht mit Wayland. Könnte sein, dass es an der VM damals lag, dass die da nicht so gut damit klargekommen sind. Das Problem war unter anderem, dass noch nicht mal Anwendungen richtig skaliert sind. Ich habe damals in GNOME Terminal gestartet unter Sway und habe das mal resized ein bisschen. Und es hat quasi nicht das Terminal resized, sondern quasi komplett alles resized. Dann ist auch die Schrift größer geworden beim Resizen und sowas. Der hat quasi die Anwendung klein gelassen und einfach nur per Post-Processing Scale-Filter es hochskaliert. So richtig unusable gewesen. Vielleicht ist es jetzt viel besser. Kann ich nicht sagen. Leute, ich habe jetzt neben mir Mundspray stehen. Hat mir auch mein Arzt aufgeschrieben. Soll ich zweimal am Tag zweimal mir in den Mund spritzen? Und das ist dann viel besser für die Mundschleimhaut. Ich habe heute Morgen eins genommen und es schmeckt, das hätte ich nicht gedacht, es schmeckt gut. Aber auf eine Art und Weise gut, wo man weiß, dass es eigentlich schon wieder nicht gut ist. Also es schmeckt so ein bisschen nach süßem Gummibärchenkram. Finde ich. Und nachdem ich weiß, dass da definitiv keine süßen Gummibärchen drin sind, schmeckt das zwar ganz gut, aber du weißt, dass es sicherlich eigentlich nicht gut ist. Was genau macht er da eigentlich gerade im Contextual Processing Shop? Job? Installen, okay. Was spritzt du dir denn in den Mund? Ich spritze mir in den Mund Stada, nicht Stadia. Stada Protect Mundspray. Also nicht hiermit zu verwechseln. Das spritze ich mir in den Mund. Zweimal am Tag. Gachi Bass. Endeavor OS ist sehr nice, benutze ich selbst seit Monaten. Hast du mal Manjaro zufälligerweise davor benutzt? Und was war dein Grund zu wechseln? Das würde mich wirklich interessieren. Weil ich bin halt in der gleichen Situation. Du darfst Links posten. Aber je nach Link kann es sein, dass es der letzte Link ist, den du gepostet hast. Aber da musst du schon einen ganz bösen Link posten. Hat Magenta Gaming nicht den... Was? Moment, Magenta Gaming ist weg. Wirklich? Nee. Ist immer noch da. Nee. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Nee, das ist was anderes, Leute. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist nicht der Game Streaming Service von der Telekom. Das ist was anderes. Was Magenta Gaming eingestellt? Magenta Gaming Tier. Ach, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Da konntest du so Klassiker spielen wie Asterix und Obelix 3. Das war bei denen ein Top-Spiel. Da ist es doch! Da ist es doch! Das war bei denen ein Top-Spiel. Manjaro hält Updates zurück. Ja, das ist das Einzige, was ich bisher auch als Vorteil gefunden habe, dass sie direkt die Arch-Repos verwenden.
Gut. Anscheinend ist das wohl auch der hauptausschlaggebende Punkt. Ja, es ist ja auch absoluter Bullshit. Wer braucht denn sowas? Auf die unbefriedigende Nachfrage. Na, wer hätte damit nur rechnen können? Das war ja komplett unvorhersehbar, dass die Leute nicht Magenta Gaming haben wollen. Ich meine, Stadia ist schon dead, quasi, von den Usern irgendwo. Aber Magenta Gaming, wie viele User hatte das dann am Ende? 5? Battlefield. Ja, wahrscheinlich. Was sagen denn die heise Forums-Leute dazu? Heise Forum ist ja immer so eine Sache für sich. All done, restart, bam. So, Q-Tile, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich habe noch nie lange einen anderen Tiling-Window-Manager als i3 verwendet. Gucken, ob mich das überzeugt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ich muss erst einmal versuchen, ein Terminal zu starten. Okay. Gleicher Shortcut. VM Tools. Gleicher Shortcut wie bei i3. Das kommt mir schon mal entgegen. Moment, Reinstalling? Wait a minute. Warum? System, CTL, Restart, VM Tools. Okay, ist schon drauf. Alles klar. Okay, also Q-Tile, was haben wir da? Hier. Aha! Man kann hier oben draufklicken und es passiert was. Was auch immer. Das ist Rofi. Aber in einem komischen Modus. Ich weiß nicht, was die mir damit sagen wollen. Firefox. Jo. So, und wie switche ich Desktops? So, alles klar. Also wie bei i3. Nur, dass es sich ein bisschen träger anfühlt als i3. Moment, man kann die Desktops tracken und droppen. Oh, jetzt habe ich sie mir schon mal kaputt track und dropped. Das ist schon wieder zu viele Features für mich hier. Okay, warum nicht? Ja, in Ordnung. Die haben im Hintergrund irgendein 3D-Zeug laufen. Deswegen ist nämlich das Überblenden. Picom? Ah, Picom läuft. Okay. Ja, dachte ich mir. Was, Widget crashed? Stand irgendwo da? Wo? Habe ich gar nicht gesehen. Okay, wie kriege ich... Wait a minute. Wie kriege ich das wieder Fullscreen? Wie kriege ich das jetzt wieder Fullscreen? Weiß nicht, ich mach's einfach neu auf, lul. Nee, Windows F ist es nicht, das dachte ich auch. Moment, warum kann ich ein Fullscreen-Fenster überhaupt verschieben? Nee, mittlere Maus ist es auch nicht. Der fokussiert die Fenster nicht automatisch. Das triggert mich. Fenster schließen, weiß ich auch nicht, wie die Shortcuts sind. Ja, ich komme damit nicht klar, ich kenne die Shortcuts nicht. Wo sieht man denn die Shortcuts? Config? Q-Tile? Config. Spooky Musik. Focus Windows Activation. Wo sehe ich die Shortcuts? Wo sehe ich die Schuhe?
Shotgun. Woher finde ich, wo sehe ich meine Shotguns? Ja, ist ja schön, wenn die Config ein normales Python-Programm ist, aber so ein bisschen, wie man sich da zurechtfindet, wäre schon nicht verkehrt. Morty. Chainlaw, ich habe das gerade aufgemacht. Warum postest du das? Was soll mir das sagen? Das ist nicht E3, das ist... Kies. Das ist nicht E3. Leute, sieht das aus wie E3? Von der Config her und allem. Leute, das ist kein E3. Chat schon wieder am Schlafen hier. Aha, hier kann man Keys. Okay, was haben wir denn hier für Keys? Also, hoch, runter. Ich wollte gerade blödes Emote einblenden. R ist Run-Menü. Okay, da kann man dann sowas wie Firefox starten. Okay. Ich würde einfach nur gerne wissen, wie ich Fenster wieder groß... Der fokussiert die Fenster nicht automatisch. Das triggert mich jetzt schon. Ich finde das super unleserlich. Mach mal Vim auf. Vielleicht haben wir die Syntax-Highlight. So. Also Hintergrund vom... Was ist denn das für ein Terminal überhaupt? Zoom Preferences? Mega paint-champige Default-Font, muss ich sagen. Cascadia Code ist ganz gut. Ist Cascadia Code nicht dieser Microsoft-Krempel? Ja. Opacity muss weg. Solid Color. Ja. Aber das ist schon ein bisschen paint-champig hier. Auch die Farb... Was denn? Wie mache ich ein Fenster, was ich verschoben habe, wieder sticky? Was? Control H. Nee. Ah nee, Mod. Mod Control H. Da brauchst du ja beide Zahlen für. L? Shift Return? Der fokussiert die Fenster nicht, wenn man sie schließt. Das halte ich nicht aus. Ich bin da zu blöd, für das gerade zu bedienen. Nee. Leute, ich bleib bei E3. Ich bleib bei E3. Fertig aus. Nee, Super F ist es nicht. Ich bleib bei E3. Da weiß ich wenigstens, was abgeht. Man muss ja nicht Sachen quasi wechseln, einfach nur des Wechselwillens nach. Löschen, alles gelöscht. Suspend. Und den Papierkorb leeren. Ja. Pog. Warum kein Dark Mode? Ich hab Dark Mode unter Windows. Guck. Ja, Leute, ich muss sagen, also die E3-Basis-Config hat mir wirklich ganz gut gefallen. Weiß ich doch nicht, Chainlore, wo soll ich das wissen? Du fragst immer Sachen.
Also ich muss sagen, die i3-Vorkonfiguration war ganz nice. Und an sich macht es echt einen ganz guten Eindruck. Also ich denke, wenn man nicht so viel Wert drauf legt, die Sachen vorkonfiguriert zu haben, ist es auch eine gute Wahl. Weil du kriegst halt ein offizielles Arch Linux mit offiziellen Arch Repos und allem, was daran gut ist. Ja, auch User Repos und sonst was finde ich nicht schlecht. Und ich könnte mir vorstellen, sollte ich jemals mein Daily Arbeits Linux sowohl daheim als auch vielleicht auf der Arbeit neu installieren, vielleicht nehme ich dann Endeavor OS anstatt Manjaro. Warum nicht? Unterschied ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Ich glaube, das würde ich tatsächlich machen, ja. Bei deinem Windows-Desktop, wieso? Das ist doch besser. Verstehe gar nicht, was die Leute immer für Probleme haben mit meinem Windows-Desktop. Weird Champ, wer damit nicht klarkommt. Warum kein Vanilla Arch? Hat keinen speziellen Grund. Können wir auch mal im Stream machen. Cringe, wer mit dem Desktop nicht klarkommt. Ach ja, es gibt übrigens, wer das noch nicht gesehen hat, weil es der Chainlock gerade schreibt, es gibt allen Ernstes ein Arch Install Any% Run. Den man aber irgendwie nicht findet. Speedrun. Gentoo Install. Oh, guck mal. Es gibt einen neuen Weltrekord. 1 Minute 14. Arch Linux Install Speedrun. Mit Splits. So, man hat F-Disk gemastert hier. Der kennt sich aus. Oh. Time wasted. Noch Zeit für den T-Max-Install, okay. Ah, die braucht er, weil er nebenbei zwei Sachen macht. Weil er das natürlich auch das machen könnte. Könnte beispielsweise die eingebauten Konsolen verwenden. F1, F2, aber warum? T-Max-Install geht ja schnell. Richtiger Hackerman, der Typ. Der wartet jetzt, bis es oben fertig ist und rebootet es dann. Und was er hier unten macht, ist, der installiert seinen Bootmanager. Also unten wird der Bootmanager installiert. Möglichst oft Enter drücken, wenn er fertig ist. Ganz wichtig. Und Time. Arch Linux Install, Weltrekord. 1 Minute 14. Nice. Gibt es einen... Moment, mein Speedrun. Linux... From Scratch Speedrun. Das ist aber kein richtiger Speedrun. Okay, das ist fake. Das ist fake. Das ist fake. Dieses Meme gibt es ja zu ganz vielen Sachen schon. Aber es passt. Aber es passt dazu einfach. Es passt aber irgendwie ganz gut dazu. Ein Gentoo Speedrun gibt es auch. Tatsächlich? Können wir gleich gucken. Gentoo. Wie lange geht der Gentoo-Install? 2 Minuten 30, weil das... Wobei, der muss kompilieren. Das dauert länger. Alter, reg dich ab, Mann.
Es passt da wirklich ganz gut dabei. Okay, mal gucken, wie lange der Gento Speedrun ist. Wow! Chat, was habt ihr mir da geschickt? War das Toss? War das... Okay, das muss ich mir auf dem zweiten Bildschirm nochmal angucken. Moment. Wenn das Toss war, muss ich die Aufnahme löschen. Und ich werde gleich bannen, wer mich debated hat und mir so einen Scheiß schickt. Ach nee, das ist nicht Toss. Oh, okay, kein Toss. Leute, das sieht aber auf den ersten Blick äußerst Toss-mäßig aus hier. Ich habe nur gesehen, irgendein Hemd irgendwie runtergezogen. Ich dachte mir, jetzt irgendwelche Titten in der Kamera und ich werde gebannt. Was ist das denn? Gento Speedrun Any% Kernel Skip Femboy Edition. 21 Minuten. Okay, nee, das ist mir jetzt zu lang. Gento Speedrun, tatsächlich. Hat jetzt auch nicht so die geilsten Bewertungen. Oh, und der Bildschirm ist auch ein bisschen am Abkacken. Bite Strike, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Kerl, der seine weibliche Seite zeigt. Ich habe keinen schon mal. Darfst du mich. Ich blick da eh nicht mehr durch. Das ist komplett. Geht das an mir vorbei. Ich check da gar nichts mehr. Ich bin einfach der Meinung. Jeder soll das machen, was er für richtig hält in dieser Richtung. Selbst wenn einer der Meinung ist, er möchte jetzt gerne ein iPhone sein, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe damit keine Schmerzen. Können sie alle machen. Aber wie was richtig genannt wird, ich habe es aufgegeben. Ich blick da nicht mehr durch. Da bin ich zu Boomer für. Da muss Sebaro fragen. Wenn er ist Sebaro, kann ich zu solchen Sachen hier fragen vielleicht. So, Leute, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Wollen wir noch mal gucken, was uns YouTube debatet? Next Battlefield, okay, das gucken wir morgen früh. Das gucke ich mir jetzt nicht an. Smart Light Strips können wir uns vielleicht auch morgen angucken. Weiß schon nicht. Ich mache mal ein paar Sachen auf für morgen schon. Unfinished. Ist incomplete. Ja, die Hälfte läuft nicht drauf. Lull. Er wieder hier. Battlefield Friends 2042. Ja gut, es gab genau eine Battlefield Friends Folge. Danach hat er den Kram quasi eingestellt, weil es niemand mehr spielt. Du musst mir überlegen, was das für einen Hype hatte, dass sogar einfach eine animierte Serie über Battlefield 1,2 Millionen Zuschauer hat. Und dann kommt das Game raus und es hat einfach nur noch... Sekunde. Ho! Es ging aufwärts, Leute. 100 Leute mehr als das letzte Mal. Es ging rauf. Von 2.900 auf 3.100. Nice. Die Kehrtwende ist geschafft, Leute. Bald sind wir wieder, wieder oben. Bei 3.200. Ups. Zehn Design Patterns explained in 10 Minuten. Boah, das ist mir zu High IQ Gedöns gerade. Age of Empires in der Krise. Ja, die Leute rennen den rennen die Spieler weg. Steht auch sogar da. Den rennen die Spieler weg. Vor allem liegt das daran, ich gucke ja bei Krabby öfters mal auf Twitch Age of Empires 4 und da spielt in letzter Zeit auch nicht mehr so viel, dass die ewig lange mit Balancing-Patches brauchen und nichts auf die Reihe kriegen. Es ist wieder der gleiche Scheiß wie bei jedem Multiplayer-Spiel, wo du dir denkst, wie können die Leute so ein gutes Spiel entwickeln, aber es dann im Post-Launch-Support so massiv verscheißen. Ich verstehe die Welt manchmal nicht so genau.
Was für ein Ding? Moment. Was? Okay, I'm gonna see if I can see it through the long lens here. Oh, there it is. Way up there. Okay, I'm gonna move a little bit. Was passiert hier gerade? Monka S? Yeah, Snowcat. Was zum... Alles klar, okay. Okay, nee, da tut sich nichts. Nee, DB-Rant kann ich mir nicht angucken, da habe ich gleich schlechte Laune. Server-Rack-Build. Was wollen die alle mit dieser blöden Dream Machine? Das verstehe ich nicht. Alle... Also nicht alle, aber viele, wenn du dir irgendwelche Rack-Builds anguckst, die setzen sich alle so eine komische Dream Machine ins Rack. Was willst du denn damit? Okay, du hast ein hübsches GUI für die meisten Sachen. Oh, guck mal, ich krieg mein eigenes Video empfohlen. Absurde DNS-Sperren gegen Pornseiten. Gegen P-Sternchen-Rin-Seiten. Eigenes Video am Start. Ja, ich habe rumgehustet. Ist tatsächlich ein bisschen besser. Was gibt's Neues an der Battlefield-Front? Weiß ich nicht. Ich spiele nicht mehr. Gibt ja auch keinen Grund zu spielen. Guck mal, der Lockpicking-Lawyer hat einen ESP am Start. Linux Users Be Like. Hä? Wo ist der? Wo genau ist der jetzt der? Wo ist da jetzt der Witz? Ach, Linux Users Building Their Computer. Ach so, ha, lul. Lul. Not lul. Plants vs. Zombies ohne Sonnenblumen. Okay, das ist genau die richtige Länge vom Video. So today we're speedrunning through Plants vs. Zombies, but we can't use sunflowers or sun shrooms the entire time. If you don't know, some plants are essential in plants. Vielleicht ist es auch nur ein Chibate-Video. Übrigens, wisst ihr, was mich bei Plants vs. Zombies immer so ein bisschen sad gemacht? Dass das Spiel nie den Nachfolger bekommen hat, den es verdient. Plants vs. Zombies 2 war einfach nur pay to win shit as fuck. Und danach, den Dreier haben sie ja, glaube ich, gleich wieder eingestellt. Der sah aber auch richtig lame aus. Das erste Garden Warfare war erstaunlich spaßig nochmal. Ich verstehe nicht, wie man das so verscheißen kann. Das war ein richtig gutes Game. Man hätte eigentlich im Prinzip das gleiche nur in größer machen müssen. Ohne Pay-to-Win-Scheiße. Okay, gucken wir mal. Muss mal kurz die Musik ausmachen. Also wer das Game nicht kennt, das ist ein Tower-Defense-Game. Und das ist quasi das, was in-game, das, ich nenne es mal, Geld generiert, wo man dann Türme bauen kann mit. The currency to buy our plants. Without them, we have to rely on the sun that comes extremely slowly from the sky. And yeah, that's not very fun. Schon mal Plutonium Bad Black Ops 2 gespielt? Nee, aber ich bin gespannt auf, wie heißt denn dieser neue Mod auf MW2 Engine, der jetzt irgendwann, der quasi Best of Call of Duty macht. Aus irgendwie 5 verschiedenen Call of Duties alles zusammenmixt, der irgendwann in etwas näherer Zukunft erscheinen soll. Nicht Plutonium, sondern, wie heißt denn das andere? Ich weiß nicht. SM2, genau. Ich weiß das immer, weil ich folge denen auf Twitter und krieg manchmal neue Posts. Kannst du mir sagen, warum mein Manjaro i3 das Mauscrollen so bescheiden annimmt? Also es gibt eine Sache, die du in der VM oder in echt? Ja, also es gibt eine Sache, die du mal ausprobieren kannst,
die manchmal hilft mit Input. Und ja, also so VMware-Tools und Zeug hast du ja wahrscheinlich schon installiert, denke ich mal. Wenn nicht, dann solltest du das machen. Aber eine Sache, die manchmal hilft, ist, wenn du... Probier mal das hier aus. View Exclusive Mode und guck, ob es dann immer noch so ist. Und dann, was du immer noch machen kannst, ist, du kannst deine Maus-Sense höher stellen. Also, dass der quasi pro Scrollen mehr scrollt. Das kannst du global hochstellen. Und wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. So, ich gucke jetzt aber kurz das Video. Dann ist 22 Uhr, dann kann ich dann so yes, the speedrun may sound impossible, but here's how we do it. Now, to start off with 1-1, yeah, we don't even have the option to use a sunflower yet, so nothing to worry about. But in 1-2, we unlock it, and the game really wants... Okay, Leute, ich glaube, das Video ist langweilig. Ich hab so... Kennt ihr das? Ihr fangt ein Video an, findet das Thema interessant, aber ihr habt den Eindruck nach 30 Sekunden, dass das Video langweilig wird. Und genau diesen Eindruck habe ich jetzt auch. Mal gucken, was er macht später. Play zombies with. I'm so sorry. Nur bei meinen Videos, ja. Ich weiß. Schon schrecklich, weil meine Videos gucken muss. And use cherry bombs to zoom mal Aufmerksamkeitsspanne, ja. It can get a bit scary at times with the pretty much lawnmowers for deal with. But because the Gloom Shroom saves so much time, and because this chance is so low, we do it anyways. When this doesn't happen, we check out my Twitch channel. I'm doing a lot of my stuff on there now. And also, thank you to the world record holder. Okay, anscheinend hat er es trotzdem irgendwie hingekriegt. Richtige Zoomer-Aufmerksamkeitsspanne. Die dunkle Wahrheit über Flirtbots. Ich wusste gar nicht, dass das Flirtbots sind. Ich dachte, das sind einfach nur dumme Spammer-Bots. Yo-Yo Gang. Die dumme Sachen spammen die ganze Zeit und mittlerweile die Pest sind auf YouTube. Linux-Users install a Webbrowser. Das ist tatsächlich nicht weit weg von der Realität, wenn irgendjemand auf die glorreiche Idee kommt, Arch Linux Chrome zu installieren und nicht quasi eine Binary-Version nimmt, sondern eine zum Selbstkompilieren. Was aber keiner, der bei Verstand ist, macht, dann sieht das so aus. Moment. Das ist einfach nur... Das ist ein DD auf seine Festplatte, ist das. Das ist ein DD auf seiner Festplatte, würde ich sagen. Oder einen Random nach... einfach Random rausgekettet. Was? Fireship-Video ist nice. Welches denn? Why time sucks... Was? Time a programmer's worst enemy. Okay. 3 Minuten Fireship können wir uns geben. Der macht echt gute Videos meistens. It is March 17th, 2022, and you're watching the Code Report. It's about time we had a talk about time. You would think it's a pretty simple concept. Time began on January 1st, 1970, with the Unix epoch. At any moment, we can get the number of milliseconds elapsed from this date on any computer using a method like date now. This is called incremental time, ja, schick. But one problem Videos. Is that the Earth doesn't rotate evenly, because it's actually flat, and the International ah, okay, Earth okay, Rotation stimmt, Service stimmt. Occasionally mandates... Obvious, haben wir jetzt ja schon genug in Videos gehört, dass das... leap second, where an additional second is added to the last minute of the day. Things start getting das weird da? When we talk about time zones, which are calculated relative to Greenwich Mean Time. Linux, on the Pacific, Google we subtract talks eight about hours, Linux but in Newfoundland, they only subtract 3.5 hours. Ach so! Ja, Time, da gebe ich ihm recht. Ganz ehrlich, Zeitzonen und Time-Handling ist mit das Beschissenste vom Beschissenste, was es gibt. Also, ich bin froh, dass ich noch nie an einer Date-Time-Library mitarbeiten musste. Das ist wirklich absoluter Abfuck-Zeitzone. Nepal, they add 5 3/4 und Formate und sowas. Around, and all the time zones change, except in places like Arizona. Und wisst ihr, wo dann noch schlimmer ist, ist, wenn du Zeitzonen in C++ machen musst. Dann ist komplett vorbei. Weil dann hast du Kack-Programmiersprache und Kack-Zeitzonen. Das ist doppelt Kacke. And Hawaii, ich weiß halt nicht, ob doppelt Kacke schon wieder gut ist.
that don't do a time change. In the South Pacific, they're 13 hours ahead, which requires them to skip an entire day. You could celebrate New Year's on Christmas Island, spend the entire next day recovering from your hangover, then fly to Jarvis Island in time to celebrate New Year's Eve again. Now, when it comes to the entire year, the Gregorian calendar is a ridiculous abstraction. Some months have 28 days, while others have 31. Ja, außer, habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, Schweden hatte, glaube ich, mal einen 30. Februar, weil Schweden vergessen hat, seinen Kalender umzustellen und das dann in einem Jahr wieder aufholen musste. Every other counting system we use, like weeks and days, have consistent intervals. It doesn't have to be this way. The Cotsworth Plan, which was presented in 1902, divides the year into 13 months, each month with 4 weeks or 28 days, with one rest day somewhere in the middle. It makes so much more sense and aligns better with the lunar cycle. For developers, it would make the complicated matter of finding the duration of multiple months a simple matter of multiplying by 28. But there may be some good news when it comes to keeping track of time. There's a bill going through Congress right now to get rid of daylight savings. Honestly, it doesn't go far enough, and I wish. By the way, haben wir nicht vor über 2 Jahren mal abgestimmt, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden soll? Oder vor 4 Jahren? Tja. They would also get rid of the Gregorian calendar. This could be bad news, though, for low-level systems programmers. Die EU ist dran. Die nehmen das mit. Für den nächsten Sprint. Wahrscheinlich, ja. Rules with time zones. I imagine this is the type of code that nobody wants to touch, but if we get rid of daylight savings, somebody will have to go in there and change things. Speaking of changes, there is a stage 3 proposal for the temporal API in JavaScript, which would make it much easier to work with dates and times. Ja, das habe ich schon gelesen. The implementation in JavaScript goes all the way back to 1995, when Brendan Eich had 10 days to write the language. The overlords at Netscape wanted it to be kind of like Java, so he copied the Java implementation, which, for lack of a better word, was a total piece of Even Java overhauled that API back in 97. But in JavaScript, we still have the pleasure of using it. And not surprisingly, recent polling data indicates that it's... Yeah, JavaScript date handling is wirklich eklig. Ja, date now is a timestamp. New date is eigentlich date now in date object. Und nee, also die JavaScript time API ist wirklich eklig. Features in JavaScript. There are libraries like Moment.js and date functions. Das ist ganz gut, das verwende ich auch gerne. That improve many of its shortcomings, but it would be nice to have something better built in. When getting the current time in JavaScript, it only gives you the milliseconds. However, the new API would also give you microseconds, nee, JavaScript and mittlerweile and other ganz formats gut. That you might find useful. An even bigger problem, though, is that it's difficult to compute times mittlerweile for a specific ist das time zone, but the brauchbar. Temporal API would fix that by providing a time zone aware object. It would also make it much easier to compute values between dates and simplifies the process of working with dates in a variety of different ways. Looks Aha. awesome, but I'm afraid we've run out of time for our okay. session today. This so, has been the code. Das sollte ich mir jetzt angucken, ehrlich gesagt. Linux Guru talks about Linux Desktop. Okay, wir haben lange keine Risitas Zeug mehr angeguckt. El Risitas Linux Desktop. Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. De 45 años has podido trabajar un año. Sekunde, Sekunde. Chatwerk, ach, ihr seht's nicht. Chat ist wieder, ist sich selbst im Weg. Pero cuántos días en total, más o menos. Más o menos. De 45 años has podido trabajar un año. 7 años. 7. Ya no más. Hasta hoy. Tú, sorry. 45 años, 7 años. 7. Pero con descansos. ¿Natürlich? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, ¿hago yo? ¿Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso? ¿Sí? Conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, ah, que está arriba. La sabe el agua de no, la playa. Abajo, los ah, pescadores. Oh, los pescadores, ah. La sa que te echa la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y Risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua.
Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dijo, la tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Resida, ¿qué has, la has hecho? Allí la está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto el sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Resida, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. So schlimm ist es im DJ auch wieder nicht. Había subido la marea y con una paella. ¿Y tú? Porque te estaba la paellera agarrada, entremetida entre las piedras de Chipiona, de paro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Andábate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua al restaurante! ¡Había subido la marea! Ja, das stimmt. Okay, das war echt nicht schlecht. Das Schlimme ist ja, dass da immer ein bisschen was Wahres dran ist. Das war nicht übel, ja. Noch mal eine Runde gekeckt, bevor wir ins Bett gehen. Schon spät. Wir machen mal wieder Outro-Musik. Moment, ist das Remix? Ich will nicht den Remix, ich will das Original. Leute, ich gehe jetzt ins Bett. Heißer Stream. 3 Stunden 13. Und mir tut der Hals gar nicht extrem weh. Eigentlich alles gut. Ich glaube, es wird jetzt langsam aber sicher besser. Nice. Ja. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Morgen früh bin ich wieder da. Aufwachen-Stream. Das war ja quasi Einschlaf-Stream und jetzt. Morgen früh gibt's wieder Aufwachstream, so zur üblichen Zeit. Felbi, dankeschön für die gegifteten Subs. Wie war es denn? 5 Stück? Danke, danke. Bock. Huge Bock. Morgen ist nicht Montag, nein. Du hast Glück. Okay, Leute, wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. See you.